Ganz schön grell. Liebe Gäste, guten Abend. Herzlich willkommen in der Berlinischen Galerie. Mein Name ist Thomas Köhler, ich bin der Direktor des Hauses und ich habe mich sehr gefreut, als ich von Francesca Ferguson kontaktiert worden bin, ob wir nicht der Austragungsort sein wollen für die Veranstaltung Modellverfahren Mäusebunker. Ich glaube, ihr habt euch einen guten Ort ausgesucht. Die Berlinische Galerie hat sich in der Vergangenheit in Ausstellung, aber auch über ihre Sammlungstätigkeit immer wieder für die Architektur der Nachkriegsmoderne engagiert. Ich freue mich daher sehr, dass unser Senator für Kultur in Europa heute Abend hier ist, in dessen Beritt ja die Denkmalpflege fällt. Und ich freue mich ebenso, dass Christoph Rauhut hier heute Abend ist, als relativ neuer Landeskonservator noch, der sich dann mit dem Modellverfahren Mäusebunker natürlich intensivst befassen wird. Ich freue mich auch sehr auf alte Bekannte und neue Menschen, die heute hier gekommen sind. Ich begrüße ganz herzlich Gunnar Klack, Felix Torkar. Ich begrüße ebenso herzlich Ludwig Heimbach, den wir eben immer noch mal so ein bisschen hütchenmäßig neu platziert haben. Frau Professor Sigrid Brandt begrüße ich ganz herzlich. Theresa Keilhacker als Nachbarin privat und Nachbarin in der Architektenkammer. Und natürlich last not least Lothar Hempel, dessen Film wir nachher noch anschauen können. Das war es erstmal von meiner Seite. Wir haben jetzt ein bisschen spät angefangen, aber ich hoffe, Sie haben auch die Gelegenheit genutzt, oben die Originale aus dem Nachlass Feeling Gogel anzuschauen. Wenn nicht, kann ich Ihnen versprechen, ich sage nachher noch was drüber, wie wir uns die weitere Arbeit mit diesem Nachlass vorgestellt haben. Ja, jetzt freue ich mich ganz herzlich, dass ich das Wort gleich weitergeben kann. An dich, lieber Klaus, toll, dass du heute Abend da bist. Vielen Dank und Ihnen eine möglichst engagierte und erhellende Zeit hier in der Berlinischen Galerie. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde der Berliner Bau- und Denkmalkultur, lieber Thomas Köhler, lieber Christoph Rauhut, liebe Theresa Keilhacker, lieber Ludwig Heimbach, liebe andere Beteiligte an dem heutigen Abend. Seit dem Frühjahr 2020 bewegt uns die Zukunft eines Gebäudepaares, nämlich tief im Südosten unserer Stadt, das von den ArchitektInnen Gerd und Magdalena Henska geplante zentrale Tierlaboratorium der Freien Universität, besser bekannt als Mäusebunker, und das gleichzeitig und in engem funktionalen Zusammenhang mit diesem Gebäude stehende Institut für Hygiene und Mikrobiologie der Architekten Fehling und Gogel. Seit nun knapp anderthalb Jahren, würde ich mal so ungefähr sagen, findet eine bundesweite, ja inzwischen glaube ich fast europaweite Diskussion um die Zukunft dieser Gebäude statt. Und wie prominent diese Diskussion inzwischen ist, sieht man an den vielen Veranstaltungen und Aktionen rund um den Mäusebunker. Ludwig Heimbach hat eine Ausstellung kuratiert, die jüngst in Venedig im Rahmen der dortigen Architekturbiennale zu sehen war. Im Kontext der Ausstellung Cohabitation der Arch Plus wurde der Mäusebunker als ein potenzieller Ort des neuen Zusammenlebens von Mensch, Flora und Fauna identifiziert, und vor Ort finden inzwischen mannigfaltige Kunstperformances und Filmvorführungen statt. Und unser Landeskonservator Christoph Rauhut hat mir berichtet, ihm werde auch schon Werbung mit dem Mäusebunker im Hintergrund auf seinem Handy angezeigt. Also, großes Interesse an der Zukunft des Gebäudepaares, insbesondere an der Zukunft des Mäusebunkers. Und das kann kein Zufall sein. Ich vermute, dass es dafür im Wesentlichen zwei Gründe gibt. Der erste ist natürlich klar, das Gebäudepaar ist auffallend und beeindruckend. Beide sind herausragende Beispiele einer Sichtbetonarchitektur der 1960er und 70er Jahre. Und sie zeigen in ihrem Zusammenspiel auch zwei unterschiedliche Spielarten dieser Entwurfshaltung. Die Gebäude sind als Architekturen ganz einfach besonders. Und vor diesem Hintergrund findet diese heutige Veranstaltung hier ja auch statt in der Berlinischen Galerie, die den Beinamen, auch wenn man es jetzt hier oben nicht sieht, da steht Museum für moderne Kunst, aber Landesmuseum für moderne Kunst, Fotografie und Architektur trägt. Die BG, also ein Ort, an dem die Kunst der Architektur wie auch die Kunst über und mit Architektur gewürdigt und vermittelt wird. Und wie spannend das Ganze sein kann, haben wir ja vor nicht allzu langer Zeit hier in der Ausstellung Anything Goes, Berliner Architektur in der 1980er Jahre erleben können. Mit dem Hygieneinstitut ist die Berlinische Galerie seit kurzem ja auch noch mal in besonderer Weise verbandelt. Der Nachlass der Architekten Fehling und Gogel ist von dir, Thomas, eben schon erwähnt worden. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, diesen Nachlass an einen solch würdigen Ort zu sichern.
Und dass das Hygieneinstitut von Fehling und Gogel im Winter dieses Jahres in die Denkmalliste eingetragen worden ist. Und über die Ansiedlung eines neuen Fraunhofer-Instituts auf dem Gelände, den Campus Benjamin Franklin, inzwischen nachgedacht wird, ist vielleicht schon ein erstes und natürlich auch ein tolles Ergebnis der aktuellen Diskussion. Und zwar gleich doppelt, einerseits natürlich für den Denkmalort, für die Berliner Bau- und Denkmalkultur, andererseits aber natürlich auch für den Wissenschaftsstandort. Der zweite Grund für das große Interesse an den beiden Gebäuden und vor allem auch die große Diskussion um den zunächst angedachten Abriss, ich hoffe zunächst angedachten Abriss des Mäusebunkers, scheint mir ein tiefgreifender Wandel in unserem Verständnis zur gebauten Umwelt zu sein. Spätestens seit dem Manifest Das Haus der Erde, Position für eine klimagerechte Architektur in Stadt und Land des Bundes der deutschen Architektinnen und Architekten aus 2019, würde ich mal fast sagen, gibt es einen gewissen Konsens in der Fachwelt, dass wir der gebauten Umwelt im Lichte von Klimaveränderung und Klimawandel eine andere Relevanz zukommen lassen müssen, was da unter dem Stichwort von grauer Energie diskutiert wird. Unsere Gesellschaft kann sich den Austausch der gebauten Umwelt, also Abriss und Neubau und permanenten Abriss und Neubau, meist auch renditegetriebenen Abriss und Neubau, schlicht und ergreifend nicht leisten, aus ökologischen wie aus ökonomischen Gründen. Der Erhalt und die Nachnutzung von historischen Gebäuden, und damit meine ich nicht mal nur Denkmale, wird aktuell das Primat einer ressourcenschonenden, behutsamen und somit auch gesellschaftsverträglichen Stadtentwicklung zugebilligt. Und da, finde ich, steht der Umgang mit dem Mäusebunker durchaus pars pro toto, wenngleich sein Erhalt wohl eine Herausforderung darstellen dürfte, denn das Gebäude hatte eine sehr, sehr spezifische Nutzung. Die Haustechnik ist nun viel zu groß und die Schadstoffbelastung würde ich mal als zeittypisch definieren wollen. Da scheint trotz alledem ein Abriss vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion absolut fragwürdig. Und ich habe mich auch sehr, sehr früh jetzt in den verwaltungsinternen Auseinandersetzungen damit eingeklinkt und mich an unseren Wissenschaftssenator, der im Nebenamt noch regierender Bürgermeister ist, gewandt und gesagt, das könnt ihr nicht machen. Das geht so nicht. Wir brauchen diese Diskussion. Wir müssen wirklich ernsthaft darüber nachdenken, wie das Ganze laufen soll. Und da kann ich nur sagen, also die Initiierung eines Modellverfahrens durch das Landesdenkmalamt, das zum Ziel hat, eine Diskussion für die Perspektive anzustoßen, ist genau das Richtige und vielleicht werden wir das in der Zukunft auch mit Blick auf andere Gebäude oder Gebäudeensemble viel öfter machen müssen. Es ist jetzt eine zugehörige Webseite mit Diskursplattform und Informationsportal geschaltet. Zudem werden Fachwerkstätten, und jetzt zitiere ich, für das Imaginieren der konkreten Zukunft für den Mäusebunker in seinem städtebaulichen Kontext organisiert. Das wird sicherlich Christoph Rauhut, der ja auch in Kooperation mit der Charité und vielen weiteren Kooperationspartnerinnen dieses Modellverfahren angeschoben hat, sicherlich gleich noch etwas intensiver beleuchten, wie das Ganze stattfinden soll. Nur so viel, nicht nur, aber natürlich vor allem als Denkmalsenator finde ich großartig, dass wir uns der Herausforderung Mäusebunker nun auch disziplinenübergreifend und auch verwaltungsübergreifend zuwenden. Und abschließend kann ich natürlich auch sagen, auch in meiner Rolle als Kultursenator bin ich schon der Ansicht, dass die Nachnutzung dieses Gebäudes vielleicht eine etwas unkonventionelle Chance liegt, aber auch eine große Chance bietet, den Mäusebunker ja dann vielleicht doch als Kunst- und Kulturstandort in Berlin zu entwickeln. Und Arno Brandelhuber und Johann König haben gemeinsam dafür ja mal einen Aufschlag gemacht, haben auch hochinteressante Aneignungs- und Nutzungsmöglichkeiten vorgeschlagen. Kurzum, es ist zu erwarten, dass der heutige Abend einen spannenden Auftakt zu einem größeren Diskurs bieten wird. Ich jedenfalls freue mich auf weitere Ideen. Ich finde, wir brauchen auch vor allem Enthusiasmus. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden eine tolle Lösung finden, die den Erhalt auch des zweiten Teils dieses Ensembles Berliner Baukultur ermöglichen wird. Abschließend noch ein Tipp. Morgen und übermorgen ist Tag des offenen Denkmals. Das ist im Grunde das Wochenende für die Denkmalenthusiastinnen und Denkmalenthusiasten. Und ich freue mich darüber und darauf. Und vielleicht ist ja im nächsten Jahr der Mäusebunker schon dabei. Herzlichen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, oder lieber Herr Senator, lieber Klaus, lieber Herr Köhler, liebe Freunde der Architektur, der Denkmalkultur. Es ist fast familiär durch die Begrenzung. Das macht richtig Freude. Ich habe die kleine Aufgabe, Ihnen ein großes Verfahren vorzustellen, das sogenannte Modellverfahren
Mäusebunker. Über das Hygieneinstitut werden wir sozusagen die Berlinische Galerie den Einleitungsteil oder die Vorstellung gleich. Insofern fokussiere ich auf das Gebäude, aber natürlich ist mir das andere genauso sehr am Herzen. Und ich freue mich, dass wir diesen Erfolg im Frühjahr, im Winter gemeinsam mit der Charité erzielen konnten. Dieses Gebäude bewegt uns jetzt seit, ja, man muss wirklich sagen, anderthalb, zwei Jahren. Ein forderndes Gebäude, ein Gebäude, das unglaublich stark ist. Jeder, den man darauf anspricht, hat besondere Assoziationen. Gleichzeitig ist es ein Gebäude, das hochspezifisch ist. Es drückt eine ganz eigene Nutzung aus, drückt diese auch in ihrer Architektur aus, ist hochtechnisiert, ist wirklich ein Kind seines Zeitalters, muss man sagen, eines Zeitalters, das wir doch überwunden haben, der Fortschrittsglaube, die Ressourcenunendlichkeit, all das sind Themen, die wir heutzutage nicht mehr in der Architektur und auch in der Planung leben können. Und nun sind wir konfrontiert mit der Frage, wie gehen wir mit so einem Gebäude um, in dem Augenblick, in dem es nicht mehr genutzt wird. Der Eigentümer hat es an die Seite gestellt und gewissermaßen in der, ich spitze es etwa zu, Wegwerfmentalität gesagt, ich habe ein neues, ich brauche das alte nicht mehr. Wir kennen das mit anderen Produkten, mit Gebäuden, bin ich der Meinung, können wir uns das nicht mehr leisten. Und was machen wir? Wir haben gestartet deshalb das sogenannte Modellverfahren Mäusebunker, was auf zwei parallelen Schienen basiert. Die eine ist die gesamte Campusentwicklung vor Ort. Das ist ein Baustein, den die Charité, die natürlich auch das größte Interesse an dieser Stelle und auch das größte Wissen gestartet hat. Und wir sind momentan mit mehreren Architekturbüros in einem städtebaulichen Dialogverfahren, das diesen gesamten Campus im Berliner Südwesten entwickeln, stärken und in die Zukunft bringen soll, weil natürlich ist die Wissenschaft wie viele andere Bereiche des Lebens auch ein Bereich, die immer mehr Flächen brauchen, die wachsen. Und wir haben, glaube ich, auch jüngst immer wieder gehört, wie wichtig Wissenschaft und Forschung ist, nicht zuletzt in der Corona-Pandemie. Auf der anderen Seite dann dieses Gebäude, Teil dieser großen Campusentwicklung, aber doch ein ganz besonderer Baustein, ein Baustein, den es zu lösen gibt, zu dem es eine Zukunft aufzuzeigen gilt. Und wir versuchen das auf verschiedenen Ebenen. Wir haben im August freigeschaltet diese Website, die Sie hier sehen, das Modellverfahren Mäusebunker, auf dem wir versuchen, den Diskurs zu starten, den Diskurs mit der Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit qualifiziert und anhand mehrerer Themen zu diskutieren. Was wir zunächst auch mit diesem Verfahren und mit dieser Website machen wollten, ist letztlich Wissen in die Breite tragen, das Wissen, was vorhanden ist, was in den letzten anderthalb Jahren generiert worden ist, zur Verfügung stellen, um den Diskurs zu qualifizieren. Allzu häufig erleben wir relativ verkürzte Aussagen zu Schadstoffen, Nutzbarkeiten etc. und die meisten kennen die Gebäude gar nicht. Und das ist etwas, was wir stoppen wollten und haben gesagt, wir stellen viele Informationen ins Netz, wir qualifizieren das Gebäude auf den unterschiedlichsten Ebenen, Denkmalwerte, Schadstoffe, aber natürlich auch die Ausstattung an sich, hier Bilder zu der farblichen Fassung in den verschiedenen Bereichen. Es gibt Pläne, historische Fotos, neuere Fotos, die auch heute hier gezeigt werden. All das ist ein Teil, das ist quasi die Grundlage, der Bestand des Gebäudes und der Bestand der Website. Das Zweite, was wir gemacht haben, ist gesagt, wir müssen den Diskurs breiter fassen. Es geht hier nicht nur um ein potenzielles Denkmal und deren Nachnutzung, sondern es geht gewissermaßen darum, wie gehen wir mit dem gebauten Bestand um. Und da sind Fragen zu stellen. Natürlich gehört die Frage der Wertigkeit der Architektur ganz zentral nach vorne, deshalb steht sie auch zu oberst. Und gewissermaßen starten wir heute auch mit dieser Veranstaltung in die Diskussion an einem Ort, wo es ja um und mit Architektur geht. Das ist das eine Thema. Aber wir haben drei andere Themen. Wir haben schon gehört, Cohabitation ist ein ganz wichtiges Thema für uns, also das Zusammenleben von Mensch, Tier und Natur, das mit dem besonderen Partner Eich Plus. Aber wir haben auch zwei weitere Themen, die wir heute online geschaltet haben, die wir ganz wichtig finden in der Diskussion. Greening Futures,
Das ist ein ganz spannendes Thema, wo es darum geht, wie die Funktion des Gebäudes möglicherweise in der Zukunft, wie die Technik des Gebäudes, die Haustechnik und alle diese Fragen in der Zukunft nicht mehr mechanisch nur gedacht werden müssen, sondern eigentlich biologische Prozesse sind. Wie also möglicherweise die Schadstoffsanierung ein biologischer Prozess wird, wie die Betonsanierung in der Zukunft nicht mehr durch einen Handwerker, durch kleine Mikroben funktioniert. Ich lade Sie ein, das alles nachzulesen. Hochspannend, ich habe vieles gelernt. Und Reimagining, das ist ein weiterer Diskurs. Viele Hochschulen haben sich ja schon mit diesem Gebäude befasst. Viele Künstlerinnen und Künstler haben sich mit diesem Gebäude befasst und haben über die Zukunft nachgedacht, was dieser Ort als Ort sein kann. Und auch diese Fragen wollen wir natürlich stellen und versuchen sie hier, aber auch in dem großen Kontext des Wissenschafts, der Wissenschaftslandschaft, die dort vor Ort oder auch in der Kulturlandschaft dort vor Ort möglicherweise sein kann. Wenn Sie auf diese Seite gehen, werden Sie sehen, es gibt zu all diesen Themen Diskursbeiträge von unterschiedlichsten Personen, von nah, von fern, Interviews, Positionen, Arbeiten. Und all dies fassen wir zusammen. Gemeinsam machen wir das mit vielen Partnern, die uns sehr wichtig sind, weil wir glauben, wir können das nur in dieser Partnerschaft schaffen. Der Bund Deutscher Architektinnen, die Berlinische Galerie, aber eben auch unsere Medienpartner und natürlich alle die, die Partnerin in dem eigentlichen Verfahren sind, die als Stakeholder, Akteure, wie man modern sagt, dabei sind, angefangen mit der Charité, aber wir sind natürlich auch in Gesprächen mit den weiteren Verwaltungen, mit dem Bezirk, mit der Architektenkammer und wir sind dabei, Werkstätten vorzubereiten, in denen wir uns diesen spezifischen Fragen dann qualifiziert zuwenden möchten und möglicherweise dann eben neue Ergebnisse schaffen. Jochen Brinkmann, der Leiter der Bauabteilung in der Charité, hat das in dem Interview auf der Website am pointiertesten dann letztlich zusammengefasst, was wir mit dem Modellverfahren machen wollen. Im Modellverfahren wird es auch manchmal andere Ideen und Antworten geben, die wir heute vielleicht noch gar nicht kennen. Ich bin gespannt. Unterstützung. Alles klar. Vielen Dank. Ja, welchen Beitrag kann ein Museum im Modellverfahren zum Mäusebunker leisten? Mein Briefing war eher so, dass ich Ihnen vorstellen möchte, inwieweit Feeling Gogel, deren Nachlass in unsere Arbeit eingebettet wird. Denn es ist eigentlich schon ein Kuriosum. Die Berlinische Galerie, 1975 gegründet, hat von Anfang an Eberhard Rothers, der die Berlinische Galerie gewissermaßen erfunden hat, hat von Anfang an, also schon in den 70er Jahren, die Architektur in diesem Museum mitgedacht. Es dauerte dann allerdings noch bis 1985, als im Kontext der Berlinischen Galerie eine eigene Sammlung und Sammlungsleitung für Architektur eingerichtet wurde. Der Grundstock war gewissermaßen der Nachlass, das Archiv Puhl und Wagner, die große Glasmosaikfirma, die mit vielen Avantgarde-Künstlern zusammengearbeitet hat. Die war gewissermaßen der Grundstock unserer Sammlung. Ab 1991 kam auch noch eine kuriose Sache hinzu. Die Berlinische Galerie hat mit dem Senator für Stadtentwicklung einen Vertrag geschlossen. Und dieser Vertrag, ich möchte jetzt nicht in die Einzelheiten gehen, aber der versorgte uns regelmäßig mit den Wettbewerbsunterlagen des Landes von Architekturwettbewerben. Also diese Sammlung hat sich auf sehr bizarre Weise konstituiert. Sie hat sich einerseits sehr unspezifisch zusammengesetzt, indem nämlich eigentlich Dinge, die man gar nie ausgesucht hatte, bei uns gelandet sind. Und zum anderen meist eben keine ersten Plätze beinhaltete. Zum anderen waren die finanziellen Mittel der Berlinischen Galerie lange Zeit, und ich will hier auch nicht prahlen, sehr begrenzt, sodass das, was eigentlich eine Sammlung ausmacht, nämlich die Selektion, die Auswahl, eigentlich auch die Ausnahme blieb.
Manch einer von Ihnen kann sich vielleicht an die Ausstellung von Brandlhuber, Hertweg und Mayfried, The Dialogic City, erinnern. Er hat sich für das Archiv der Berlinischen Galerie interessiert und eine großartige Idee gehabt. Er hat einfach die Archive mit den Industrieregalen, in denen die Pläne und die Unterlagen und die Aktien waren, aus unserem Bestand in die Ausstellungshalle, die erste Ausstellungshalle der Berlinischen Galerie, transferiert. Was Sie da also verpackt in diesen Regalen sehen, das ist das ungebaute Berlin. Das sind all jene Sachen, die es nicht auf den ersten Platz geschafft haben. Und Sie können hier so ein bisschen den Blick in unser Archiv sehen. Way to go, sage ich nur. Und das zeige ich Ihnen hier gerade mal. Die Architektursammlung ist die größte, die umfangreichste Sammlung, die die Berlinische Galerie hat. Das kommt auch aus diesem Automatismus der Zulieferung der Pläne und Wettbewerbsbeiträge seit 1991. 300.000 Pläne, 80.000 Fotografien, 4.000 Entwurfskartons, 3.000 Modelle und 800 Meter Aktenmaterial aus Nachlässen, Wettbewerben und Archiven. Da ist noch ein bisschen was zu tun und im Moment arbeiten dauerhaft auf Vollzeitstellen 2 Leute in dieser Abteilung. Ulla Müller, danke, dass du auch heute Abend mich so unterstützt hast. Also ihr habt noch eine Weile zu tun. Überdies hat die Berlinische Galerie einen Anspruch, als Kunstmuseum Architektur zu präsentieren. Und das tun wir, indem wir ein multidisziplinäres Sammlungskonzept fahren und die Architektur stets auch in die Präsentation unserer Sammlung integrieren. Das ist nicht selbstverständlich. Und mir fallen nicht wahnsinnig viele Kunstmuseen ein, bei denen das in ähnlicher Weise stattfindet. Zum anderen haben wir auch immer wieder in die Architekturausstellungen, die wir hier am Hause gemacht haben, bildende KünstlerInnen integriert und die Arbeiten, die künstlerischen Arbeiten zusammen mit den baukünstlerischen Arbeiten, mit den Architekturen gezeigt. Das war letztmalig bei Anything Goes bei der Ausstellung der Fall, die manche von Ihnen vielleicht auch gesehen haben, aber zu unserem Thema heute passt eigentlich besser die Ausstellung Radikal Modern, Planen und Bauen in Berlin der 1960er Jahre, in der auch, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme. Hier sehen Sie so ein paar Beispiele, Jakoba van Heemskerk beispielsweise als Avantgarde-Künstlerin und damit Teil des Archivs Puhl und Wagner, dann aber auch Otto Bartnik. Oder, was sich bereits auch bei uns am Hause befindet, der Vorlass des Architektenpaars Ralf Schüler und Ursulina Schüler-Witte. Der Bierpinsel gehört dazu, aber natürlich auch das ICC. Also wir bergen auch einiges brisantes Material in unserer Sammlung. Die Berlinische Galerie war lange Zeit in ihrer Existenz bedroht. Und daher haben meine VorgängerInnen oder unsere VorgängerInnen auch sehr stark auf Masse gesetzt. Und das ist der Grund, weshalb sich in unseren Beständen auch sehr viele große Konvolute befinden, die eben auch häufig noch der Aufarbeitung harren. Und so verhält es sich auch mit dem kürzlich verstorbenen Georg Heinrichs. Also wie gesagt, unsere Themen gehen uns erstmal nicht aus. Dann, das wäre von Nicholas Grimshaw, wäre ein Beispiel für so einen Beitrag, der bei uns gelandet ist. Aber es gibt eben auch Beispiele wie das Mahnmal, das Denkmal für die ermordeten Juden Europas, wo man schon sagen kann, ist das noch Architektur oder geht das eigentlich schon eher in den Bereich der bildenden Kunst rein? Aber genau das ist das Reizvolle und genau das ist auch etwas, was die Architektur und die Urbanistik verdient, genau so betrachtet zu werden. Hier noch einige Beispiele, was wir haben. Also es ist von einem Variantenreichtum unserer Architektursammlung. Und ich hoffe, dass wir glaubwürdig in den letzten Jahren dargestellt haben, wie sehr sich die Berlinische Galerie für die Nachkriegsmoderne engagiert. Das hier war zum Beispiel ein Blick in die Ausstellung Radikal Modern, die wir 2015 gezeigt haben. Und auch damals war schon der Architekturbeitrag von Fehling und Gogel ausgesprochen wichtig für uns. Sie wissen vielleicht, dass der Nachlass zunächst nicht in Berlin geblieben ist, sondern ist wohl auch, weil sich Fehling Gogel insbesondere in Berlin nicht so wohl fühlte und nicht verstanden fühlte, zunächst in Basel am Architekturmuseum gelandet. Und Schweiz gehört nicht zur EU. Das machte erstmal so eine Rückübertragung ausgesprochen schwierig. Wir haben also einige Jahre verhandelt. Wenn Carla Gogel hier ist, ein herzliches Dankeschön an Sie. Das ist wirklich großartig, dass wir es dann noch geschafft haben, dass dieser Nachlass von Fehling Gogel wieder nach Berlin kommt, wo er eindeutig hingehört. Und ich kann versprechen, dass wir in diesem Prozess des Modellverfahrens auch unseren Beitrag leisten werden. Wir haben den Nachlass vor kurzem übernommen. Wir sind also gerade erst in den Anfängen begriffen und das war auf der
auf dieser Seite können Sie sehen, da gibt es noch ein paar Kisten, die ausgepackt werden müssen, begutachtet werden müssen, vermessen werden müssen und dann schließlich eben auch in unsere Datenbank eingearbeitet werden müssen. Denn es ist ein weitestgehend unbearbeiteter Bestand. Wir haben jetzt einen Dienst, wir haben jetzt einen Werkvertrag mit einer Mitarbeiterin geschlossen, die sich ausschließlich darum kümmert, in die Kartons reinzuschauen und alle Arbeiten vorzunehmen, von denen ich gerade sprach. Das ist der Umfang, der uns im Moment erwartet. Und Sie haben oben, glaube ich, wenn Sie es geschafft haben, oben ein paar der Originalzeichnungen, aber auch der aufgezogenen Fotografien anschauen können. Aber insgesamt ist das natürlich weitlich größer, was wir da erstmal anschauen müssen. Und ich glaube, wenn wir jetzt über den Denkmalbegriff sprechen, dann müssen wir auch immer darüber sprechen, wie wissenschaftlich wird dieser Prozess begleitet, was passiert auf der Museumsseite. Auf der akademischen Seite ist schon sehr viel passiert. Jetzt wollte ich eigentlich Gunnar Klacks Buch hochhalten. Es ist nämlich noch im Handel. Normalerweise, Gunnar, mache ich immer nur Werbung für die Berlinische Galerie. Das ist aber heute selbstverständlich. Also ist noch im Handel Gunnar Klack, gebaute Landschaften, Fehling und Gogel und die organische Architektur, Landschaft und Bewegung als Naturnarrative. Großartiger Titel, Kompliment. Wie gesagt, ist auch noch erhältlich. Und es wird uns auch ein ganz wichtiges, eine wichtige Quelle sein, kann man schon sagen, die bei der weiteren Bearbeitung des Nachlasses eine Rolle spielen wird. Ja, und hier auch einfach nur noch mal, um Ihnen das auch ins Gedächtnis zu rufen, welche großartigen Bauten in diesem Büro entwickelt worden sind. Und welche teilweise bizarre Entwicklung die Nutzung dieser Gebäude teilweise nahm. Dazu gehört für meine Begriffe auch der Berlin-Pavillon, der ja heute ein Schnellrestaurant beinhaltet, aber immerhin ist er noch recht okay erhalten. Und ich habe mich erkundigt, angeblich kann man auch alle Einbauten, die da vorgenommen worden sind, wieder gut rückbauen. Ja, also ich meine, man sieht hier auch genau das, was im Titel von Gunnar Klacks Dissertation auch schon angeklungen ist, dieser Landschaftsbegriff, das Organische, aber auch so ein bisschen das Expressive in dieser Architektur. Das kann man in diesen Entwürfen sehr schön ablesen. Und wir haben eben ganz tolle Modelle bekommen, kleine Papiermodelle, aber eben auch ganz großartige Originalzeichnungen aus diesem Nachlass. Ja, ein weiterer Schwerpunkt wird sicherlich in unserer Auseinandersetzung sein, auch dann die Betrachtung des Studentendorfs in Schlachtensee, diese kantige Verschachtelung. Und da werden die zeithistorischen Fotos, die entstanden sind und die wir heute bei uns beherbergen, auch, glaube ich, ganz wichtig sein, denn sie sind instruktiv. Und sie zeigen auch diese großartige Idealisierung, möchte ich gar nicht sagen, sondern sie zeigen diesen großartigen skulpturalen Wert, den diese Architekturen von Fehling und Gogel haben. Also man könnte glatt von Archiskulpturen sprechen, die man auch recht gut benutzen kann. Ja, auch hier kommt wieder dieser Landschaftsbegriff in dem Umgebungsmodell sehr schön zur Geltung. Ja, gehört für mich zu den Favorites. Ein großer Felsen mitten in der Stadt, ein Betonfelsen, eine großartig expressionistische oder eine Reinterpretation expressionistischer Architektur. Also ganz, ganz wunderbar. Da kommt dann ganz bestimmt mal diese Frage, wie saniert man Beton eigentlich so, dass er dann auch noch gut aussieht und trotzdem nicht abwaschbar wird, kommt da sicherlich ins Spiel. Und hier sieht man auch ganz eindeutig, dass ein Kunstmuseum sich, glaube ich, auch ein bisschen anders damit befasst als ein Haus, das nur in Anführungszeichen für Architektur zuständig ist. Denn diese Bezüge zur bildenden Kunst, die sind einfach evident, wenn man auf das drauf schaut, was ich Ihnen hier gerade zeige. Na, also das ist wirklich auch die Innenräume, also wenn man in Bühnenbilder der 20er Jahre schaut beispielsweise, da fallen einem auch da wiederum eine Reihe von Parallelen auf. Also eine ganz großartige Sache, die wir gerne gemeinsam mit Ihnen, gemeinsam mit Christoph Rauhut entdecken wollen in den nächsten Jahren, die da vor uns liegen. Und auch hier nur noch mal ein Hinweis, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, das gehört auch für meine Begriffe zu den Highlights, die das Büro geschaffen hat. Und ich freue mich einfach immer über Originalzeichnung. Denn das wird auch eine Herausforderung sein für Architektursammlungen der Zukunft. Gibt es überhaupt noch Architekturzeichnungen? Nee. Wir müssen uns also irgendwie perspektivisch auch mal überlegen, wie wir das weiter in unserer Sammlungstätigkeit abbilden. Und bis dahin erfreuen wir uns an den Originalzeichnungen, die wir in unseren Beständen haben. Also gerade auch so ein Kriekel-Krakel, das wird von Haus Schatz in Baden-Baden, das wird es eben oder das gibt es ja jetzt im Prinzip schon nicht mehr. Und auch das wird gewürdigt werden. Wir werden es natürlich in Passepartouts präsentieren, wir werden es rahmen.
Ich kann noch kein genaues Datum nennen, aber wir planen definitiv als Teil unserer Sammlungspräsentation auch einen Raum, der sich dann mit den ersten Ergebnissen der Aufarbeitung und dieses Archivs, dieses Nachlasses befassen wird. Auch das hier ist ein wirklich atemberaubendes Bauwerk. Ann Bitterwolf, die kuratorische Referentin von mir, stammt aus Baden-Baden. Sie kennt auch diese Straße, aber sie sagte, man sieht nichts. Es ist komplett zugewachsen. Und ich hoffe, ich habe bald mal was wieder in Baden-Baden zu tun. Ich glaube, ich werde mal klingeln. Denn diesen Innenraum, dieses Ineinanderfallen, dieses Zusammenfallen, dieses Aufsplitten und dieses komplett individualistisch Geplante, das sind wirklich tolle Herausforderungen, die man heute eigentlich in der Architektur vermisst, wie man ja ohnehin ziemlich viel in der zeitgenössischen Architektur vermisst, leider. Und diese Innenräume, da würde ich mich auch gefreut haben, zu studieren. Das ist wirklich eine extrem fortschrittsgläubige Science-Fiction-Enterprise-Atmosphäre, die sicherlich auch damals auf die Studierenden sehr stimulierend und sehr anspornend gewirkt haben mag. Ja, das war jetzt so ein kleiner Einblick in das, was wir bekommen haben, was wir jetzt peu à peu aufarbeiten werden und dann der Öffentlichkeit auch in Form von Sammlungspräsentationen präsentieren werden. Und hier gerade bei dem Institut für Hygiene und Mikrobiologie kann man sich nur freuen, dass eben beide große Bauten als Ensemble unter Denkmalschutz gestellt worden sind, denn das kann ein regelrechter Wallfahrtsort werden für die Architektur dieser Zeit. Ich würde mir das jedenfalls wünschen und auch eine kulturelle Nutzung ist natürlich etwas, dem wir als Berlinische Galerie mitnichten abgeneigt sind. Man muss gucken, was da passiert. Ich glaube, es wird eine multiple Nutzung sein und ich denke, das würde auch zu diesen beiden Gebäuden sehr, sehr gut passen. Aber auch reizt mich diese Idee der Landschaft und dieses Erschließen dieser Orte vielleicht auch als neue urbane Orte von Gemeinschaft und von unterschiedlichsten Aktivitäten, die vielleicht auch in sich immer wieder wandelnden Programmen artikulieren können. Was wir wissenschaftlich tun können, das leisten wir in den nächsten Monaten durch die Aufarbeitung des Nachlasses, des Materials, was es da gibt. Und ich darf Sie jetzt schon neugierig machen und einladen auf die Präsentation. Sie werden es gewiss erfahren. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Achso, ich habe tatsächlich noch was vergessen. Ist Kai Fingerle da? Sorry, ich habe Sie bei der Begrüßung ausgerechnet vergessen. Vielleicht, weil Sie mit dem schwarzen Kleid auf dem schwarzen Stuhl sitzen. Ich weiß es nicht. Das ist ausgesprochen gut getan. Also, das waren die Fotografien, die Sie eingangs hier gesehen haben und die wir dann auch nach dem Ende, glaube ich, nochmal angucken können. Also auf jeden Fall vielen Dank, großartig geworden. Also man ist schon allein durch Ihre Fotos, glaube ich, in dieses Gebäude verliebt. Ja, und jetzt darf ich, glaube ich, Theresa an dich abgeben, ne? Nee? Ach, Gunnar kommt erst. Ach, okay, alles klar. Gunnar, dann komm. Das war jetzt das beste Stichwort. Ich muss jetzt die PDF in Vollbild darstellen. Ich weiß aber nicht, wie das auf dem Windows-Rechner geht. Steuerung L oder Apfel L? Apfel L? Ich weiß gar nicht, wie gesagt, Steuerung L. Steuerung L. Okay, Anzeige. Vollbildmodus. Ja, okay. Also. Mein Name ist Gunnar Klack. Ich mache jetzt den ersten Teil der Präsentation, den zweiten Teil der Präsentation macht Felix Torker. Wir sind die Initiatoren der Petition zum Erhalt des Mäusebunkers, die aber gleichzeitig mit ausgeheckt wurde von Ludwig Heimbach. Deswegen ist es immer so ein bisschen unlauter, nur Felix und mich als die Initiatoren dieser Petition darzustellen. Wir saßen zu dritt bei Ludwig Heimbach zu Hause und haben gesagt, wir machen die Petition, er macht die Ausstellung in der BDA-Galerie. Die Aufgabe, die Felix und ich heute übernehmen, ist, dass wir also ein bisschen die Basic-Fakten liefern. Also in meiner Arbeit als Architekturhistoriker oder Denkmalpfleger liegt es mir immer am Herzen, so eine Art von Grundwissen herzustellen und die Begriffe klarzustellen, damit man sich überhaupt über Gebäude verständigen kann.
Felix Torker, der bei der Ausstellung SOS Brutalism am Frankfurter Architekturmuseum, Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt mitgearbeitet hat und jetzt gerade über neuen Brutalismus promoviert, wird dann noch gleich etwas sagen zu dem, wie man eben große Betongebäude nicht nur restauriert, sondern sie eben weiterbaut, umbaut, umnutzt und nachnutzt. Ich möchte jetzt kurz einmal etwas zur Geschichte und vom städtebaulichen Kontext des Mäusebunkers sagen, denn bei den Gebäuden der Nachkriegsmoderne ist es im Allgemeinen wichtig, erstmal überhaupt eine Form von Grundwissen dazu zu haben. Viele Forderungen nach Abrissen und der allgemeinen Geringschätzung dieser Gebäude haben auch ganz oft damit zu tun, dass ein geringer Wissensstand darüber herrscht. Und mein Interesse bei der Auseinandersetzung mit der Architektur der Nachkriegsmoderne eben nicht nur bei Fehling und Gogel, sondern auch in diesem Fall vom Mäusebunker hat ganz viel damit zu tun, dass ich der Überzeugung bin, dass eben so eine Wertschätzung auch ganz viel gefördert werden kann, indem eben Wissen verbreitet wird. Deswegen haben Felix und ich auch die Wikipedia-Seiten zu Hygieneinstitut und Mäusebunker gemacht. Wir haben uns mit Leuten getroffen, wir haben versucht, möglichst viele Informationen zu bergen und zugänglich zu machen. Ich möchte gerne jetzt einmal kurz erklären, was es eigentlich mit diesem Mäusebunker auf sich hat. Und man sieht hier schon an dieser Grafik, dass der Mäusebunker im Südwesten von Berlin liegt, ganz in der Nähe der Landesgrenze. Und das hat natürlich damit zu tun, dass Berlin geteilt war. Und Institutionen wie Universitäten, Forschungseinrichtungen hatten eben nicht mehr die Gebäude, die dann auf der anderen Seite der Mauer waren. Und so hat sich eben im Westen, im Südwesten, gerade um die Freie Universität, eine komplett neue Forschungsinfrastruktur gebildet, die durch den Bau der Mauer dann eben auch nochmal beschleunigt wurde. Das hier ist das Gebiet um die Freie Universität. Und um dem ein bisschen, das ein bisschen plastischer zu gestalten, habe ich hier mehrere Orte eingetragen. Und zum einen ist eben der Gründungscampus der Freien Universität in Dahlem am Thielplatz allen bekannt. Und in kurzer Zeit danach wurde eben die Freie Universität ausgebaut von einer neuen Universität zu einer großen Massenuniversität. Das heißt, also erstmal wurde dann in einem nächsten Erweiterungsschritt die Geistes- und Naturwissenschaftlichen Institute gebaut in Richtung Botanischer Garten. Dann kamen weitere Institute entlang der Königin-Elisabeth-Straße hinzu, Königin-Luise-Straße und dann letztendlich ab 1961 verstärkt der Ausbau in Richtung Steglitz mit mehreren großen Instituten in der Nähe des Klinikum Benjamin Franklin. Und das Klinikum Benjamin Franklin ist eine wirkliche Megastruktur und es ist eben so gebaut, dass es vom Hindenburgdamm oder auch eben aus dem Ortsteil Lichterfelde kaum zu sehen ist. Die großen Baumassen sind so versteckt, dass sie eigentlich nur vom Teltow-Kanal sichtbar sind. Und dieses Thema, richtig große Bauten in einen suburbanen Kontext einzubetten, sodass sie nicht den Maßstab sprengen, ist etwas, was alle diese drei Gebäude gemeinsam haben. Sowohl Fehling und Gogel als auch Gerd Henske haben sich wirklich Mühe gegeben, diese Gebäude unsichtbar zu gestalten von der Straße aus. Man sieht hier nochmal die Landesgrenze und auch das Heizkraftwerk Lichterfelde, wie nah das an Brandenburg dran war. Und es hat natürlich auch damit zu tun, gerade beim Mäusebunker, dass es hier durchaus ein gefährliches Gebäude ist. Ein Problem bei Tierlaboratorien war immer, dass dort auch kranke Tiere mit Tierkrankheiten waren, die dann ausgebüxt sind und andere Tiere von solchen Bauern infiziert haben. Das Problem sozusagen der Gefahr hat auch damit zu tun, dass man eben so etwas wie den Mäusebunker möglichst weit weg haben wollte. Hier sieht man einmal den Campus Benjamin Franklin und eben die drei Gebäude und auch wie nah sie an dieser kleinformatigen Bebauung von Lichterfelde dran sind. Was man vor allen Dingen sieht hier dran, ist, dass alle drei Gebäude aufeinander bezogen sind. Und hier fängt schon das erste Problem der Nomenklatur an, weil natürlich sagen wir gerne Ensemble dazu und wir sehen die als ein Ensemble. Das ist natürlich nicht der Fachbegriff. Wenn man selbst in der Denkmalpflege unterwegs ist, dann ist ein Ensemble etwas, was zusammen geplant wurde. Wenn man jetzt sich als Denkmalpfleger darüber unterhält, müsste man eigentlich das eine Gebäudegruppe nennen und kein Ensemble. Allerdings halte ich es für sinnvoll,
eine Sprache zu finden, die nicht wirklich auf die wissenschaftliche Wissenschaftlichkeit abhebt, sondern auf eine allgemeine Verständigung. Und wir sind uns sicher, oder wir sind uns ja alle irgendwie bewusst, dass diese Gebäude alle zwar nicht von derselben Planung entstammen, aber doch im selben Geiste und in derselben Ambition geplant wurden. Deswegen finde ich es auch nicht so schlimm, das jetzt einmal als Ensemble zu bezeichnen. Mit den Namen der Gebäude ist es sowieso ein bisschen problematisch. Das Gebäude des Mäusebunkers hieß hier ursprünglich Zentrale Tierlaboratorien der Freien Universität. Dann war es danach die Einrichtung für experimentelle Medizin der Charité. Der Einfachheit halber nennen wir es Mäusebunker. Und ein bisschen so verhält sich das auch mit dem Hygieneinstitut. Das war ursprünglich nur das Institut für Hygiene und Mikrobiologie. Jetzt ist es auch das Institut für Hygiene und Umweltmedizin. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, in meinem Sprachgebrauch und auch in der öffentlichen Kommunikation es einfach nur als Hygieneinstitut zu bezeichnen. Das Klinikum Benjamin Franklin ist früher angefangen worden zu bauen als die anderen beiden Gebäude von 1959. Und die Architekten Curtis und Davis zusammen mit Franz Mocken sind wirklich die typischen Vertreter des der Baugattung des New Formalism. Also die haben gerade in den Südstaaten, in den USA, in Louisiana, New Orleans, viele Gebäude gebaut, die eben so eine 50er und 60er Jahre verspielte Art der Betonarchitektur zeigen. Und man sieht das ganz toll an dem Klinikum Steglitz, dass es eben eine Form von Sichtbeton ist, die aber sehr ornamental und verspielt ist mit diesen Betonscreens. Das Hygieneinstitut von Fehling und Gogel hatte eine ganz andere Idee von brutalistischer Architektur. Hier wurde es eben in einer Bretterschalung gegossener Ortbeton gebaut, sodass man nach Wegnehmen der Bretterschalung hinterher das Schalungsmuster auf den Betonflächen ablesen kann, was so ein Ideal der brutalistischen Architektur ist, wie es zum Beispiel Architekten wie Le Corbusier propagiert haben. Das ist auch eine ganz besondere Ausprägung des Beton Brut. Beim Mäusebunker finden wir dagegen eine dritte Form der brutalistischen Architektur hier mit Betonfertigteilen. Also das ist wiederum 10 Jahre später und da hat die Betonarchitektur mit dem Brutalismus noch so einen ganz anderen Dreh bekommen. Es ist viel industrieller, viel hochtechnischer geworden. Das sind alles vorgefertigte Betonplatten. Ich möchte jetzt an dieser Stelle gar nicht so genau auf die einzelnen Baudetails des Mäusebunkers eingehen. Ich denke, das wird auch noch Ludwig machen. Was ich hingegen sagen möchte, ist, dass auch zur Verständigung, man sieht es hier ganz gut an diesen blauen Luftansaugrohren, es sind keine Entlüftungsrohre, es sind Belüftungsrohre. Und das ist insofern wichtig, als dass die Belüftungstechnik und die Haustechnik, die Ventilation, das ist quasi wie die wahre Seele des Gebäudes. Dieses ganze Haus wurde um diese aufwendige Belüftungstechnik herumgebaut. Und diese Belüftungsrohre sind eben zu Stilelementen hochgezüchtet, genauso wie diese dreieckigen Fenstergauben. Das sind übrigens alles architektonische Merkmale, die vollkommen einmalig sind und kaum bei einem anderen Gebäude auf dieser Welt zu finden sind. Gerade auch diese Pyramidenarchitektur, die zu einem Zeitpunkt in den 60er und 70er Jahren weltweit relativ beliebt war, hat wenige Beispiele in Deutschland und eins der besten Beispiele davon, das Schwabylon in München, wurde schon abgerissen. Jetzt noch zum Ende des Vortrages ein paar kurze Fakten einfach über die Geschichte des Mäusebunkers. Gerd und Magdalena Henska waren zu diesem Zeitpunkt verheiratet und haben angefangen, dieses Gebäude zu entwerfen. Aus den ersten Zeichnungen von 65, 66, 67 lässt sich nicht rekonstruieren, wann jetzt eigentlich der wirkliche Planungsbeginn des Mäusebunkers ist. Was man sagen kann, ist, dass er 1967 schon einen Zustand erreicht hatte, wo dieses Gebäude ungefähr so aussah. Die Ausführung des Mäusebunkers begann 1971 und das war ein Zeitpunkt, wo Gerd und Magdalena Henska schon nicht mehr gemeinsam daran gearbeitet haben, sondern ein weiterer Architekt, Kurt Schmersow, wurde hinzugezogen. Schmersow hatte für den Berliner Zoo Tierhäuser entworfen, das heißt, Kurt Schmersow war so ein bisschen ein Spezialist für die Behausung von Tieren. Andere Gebäude von Gerd Henska sind im Berliner Stadtbild sehr präsent und
Ich werde auch immer nicht müde zu betonen, dass Gerd Henske einer der wichtigen Architekten der Berliner Nachkriegsmoderne ist, der viele Gebäude geplant hat, die sehr einprägsam sind. Also die Bebauung am Böcklerpark, die wirklich eine große städtische Dominante ist, fast schon eine Wohnmegastruktur, hat er zusammen mit Bodo Fleischer geplant. Der Elektronenspeichering Bessi ist heute das Amt für Eichwesen und auch ein wirklich herausragendes technisches, wissenschaftliches Gebäude. Und man könnte sogar so weit gehen und sagen, dass Gerd Henske eigentlich zu der Zeit der Spezialist für technische Wissenschaftsbauten in Berlin war. Der Ernst-Ruska-Bau des Fritz-Haber-Instituts, auch eben dort in der Nähe des Dahlemer Campus, der Freien Universität, steht bereits unter Denkmalschutz, ist das einzige Gebäude von Gerd Henske, was unter Denkmalschutz steht. Und auch wie bei dem Elektronenspeicherring, beim Mäusebunker und dem Elektronenmikroskop hat Henske wirklich sehr originelle, ausdrucksstarke Formen gefunden, um sehr spezifische Bauaufgaben zum Ausdruck zu bringen. Für mich ist das ein sehr hohes Maß von Baukunst. Abschließend dazu möchte ich noch sagen, dass dieses hier wieder von mir fälschlicherweise oder frivolerweise als Ensemble bezeichnete, diese Gebäudegruppe, in Berlin ganz besonders ist, weil dort drei verschiedene Spielarten der Betonarchitektur in eigentlich einer fantastischen Ausführung zu besichtigen sind. Also wenn man sich für diese Art von Architektur interessiert und man möchte drei wahnsinnig tolle Exemplare für diese Form der Betonarchitektur sehen, dann braucht man eben dort nur zu diesem Campus Benjamin Franklin hingehen und hat drei tolle Exemplare. Und ich finde auch in ihrer Nähe, in ihrer räumlichen Nähe und der räumlichen Bezogenheit aufeinander, verstärken sie ihre Wirkung gegenseitig. Also dass diese Gebäude so unterschiedlich, so nah beieinander stehen, das ist ein unglaublicher Wert, den es zu erhalten gibt. So, und jetzt kommt Felix. Ja, besten Dank, Gunnar. Ich mache jetzt ein kleines Intermezzo, jetzt schauen wir mal ein bisschen aus Berlin raus und ich möchte drei Gebäude mit drei Geschichten zeigen, wo so ein bisschen das Spektrum sichtbar wird, was man eigentlich aus solchen brutalistischen Bauten machen kann und wie man die umnutzen kann. Dabei geht das Spektrum wirklich von behutsamem, fast verstecktem Umbauen über Weiterbauen, über einfach radikal rein in die Substanz gehen. Und wir fangen mal mit dem behutsamsten an und gehen nach Colorado, wo IMP eines seiner frühesten Projekte realisiert hat. Das ist das Nationale Institut für Atmosphärenforschung, in den 60ern gebaut und geplant. Und was man dabei bedenken muss, ist, die Atmosphärenforschung in den 60ern war ganz spezifisch auf praktische Versuche ausgerichtet. Und so hat IMP, so ein bisschen wie Henske auch, also einen hochspezifischen Forschungsbau für ganz bewusste und ganz spezielle Aufgaben entwickelt. Was er damals nicht wissen konnte, ist, dass die Atmosphärenforschung danach ziemlich schnell komplett von praktischen Modellen weggegangen ist, hin zu Computermodellen. Nun hat das Ganze natürlich nicht mehr so funktioniert, wie das ursprünglich gedacht war. Und trotzdem hat es irgendwie funktioniert, das Institut so umzudenken und die flexiblen Räumlichkeiten, die scheinbar so flexibel waren, dass man sie auch anders verwenden konnte, so umzunutzen, dass der Betrieb also ein völlig anderer war innerhalb von kurzer Zeit und das Gebäude trotzdem eigentlich in seinem originalen Erscheinungsbild erhalten werden konnte. Es ist wirklich ein ganz fantastischer Betonbau mitten in den Bergen, in der Hochlandschaft. IMP hat dort auch lokalen Sand, gefärbten Sand mit eingebaut in den Beton, um so ein bisschen dieses rötliche Rosane der umgebenden Felsen mit reinzubringen. Das ist wirklich ein fantastischer Solitär. Und es war wirklich ein Glücksfall, dass das so funktioniert hat, ohne große äußerliche Änderungen, das Ganze so umzumodeln. Jetzt
ist die Wissenschaft der Atmosphärenforschung nicht nur einmal, sondern zweimal umgekrempelt worden, nachdem hier alles eingebaut wurde und sogar ein kleines Serverzentrum noch dazu gebaut wurde. Das also, ich glaube, da war auch IMP wieder mit dabei, das also ganz behutsam in derselben Formsprache geplant wurde. Und wenn man oben auf das Übersichtsbild schaut, das ist dieser kleine Bau rechts unten im Wald, also etwas abseits, um den Originalkomplex zu bewahren. Nachdem das also alles so umgebaut wurde, sind Serverzentren einfach komplett in riesen Supercomputerzentren offsite gelegt worden. Also nochmal eine Umnutzung. Nun stehen die ganzen Computer nicht mehr vor Ort, sondern man braucht eigentlich nur noch eine dicke Internetleitung. Und so wurde das ein zweites Mal umgekrempelt. Die Bilder sind aktuell, das sieht immer noch original aus. Es wurde inzwischen auch noch ein bisschen verbessert. So kleinere Schwierigkeiten, die IMP nicht so ganz super in der Praxisplanung hingekriegt hat, wie zum Beispiel ein Springbrunnen in der Mitte, der die ganze Zeit in die unterliegenden Räume gelaufen ist, bei dem starken Wind alle Wissenschaftler nass gemacht hat und im Winter eine schöne Schlittschuhbahn geboten hat, wurden inzwischen auch repariert und so funktioniert das heute besser als zuvor. Sieht immer noch originalgetreu aus und trotz 60 Jahren Entwicklung in der Wissenschaft funktioniert es nach wie vor wunderbar als Atmosphäreninstitut. Das ist also so der minimalinvasive Kniff. Das nächste Gebäude steht in New Haven, in der Yale University. Das ist eine Ikone des Brutalismus. Paul Rudolph hat es gebaut und zwar schon Ende der 50er geplant, wo das also wirklich eins der allerfrühesten richtigen, naja, sagen wir mal, Betonmonster ist. Paul Rudolph war damals der Dekan der Architekturfakultät und hat die einmalige Gelegenheit gehabt, sich selbst eine neue Fakultät hinzustellen. Hat auch anscheinend ordentlich Budget gehabt, weil er hier also wirklich geklotzt hat. Auf 9 Stockwerken in 37 Ebenen hat er da also wirklich so eine richtig verwinkelte Festung sich hingestellt und für die Architekturstudenten zur Aufgabe gestellt, da die richtigen Räume zu finden. Das Bauwerk hat es als allererstes bei der Eröffnung auf die Titelseiten aller 3 großen amerikanischen Architekturmagazine geschafft, wurde viel gelobt und dann ging es ziemlich schnell bergab. Schon 1965, 66 ist er als Dekan abgetreten. Der Nachfolger hatte größere, partizipativere Ideen. Die 68er kamen so langsam an. Der Bau ist ziemlich schnell aus der Zeit gefallen. 1969 gab es auch noch ein Feuer innen drin, das viel Originalausstattung zerstört hat. Und so ist das Bauwerk ziemlich schnell in Ungnade gefallen, bis es so Mitte bis Ende der 90er langsam wieder ein bisschen aus der Versenkung rauskam. Es war wirklich in schlimmem Zustand. Innen drin war fast gar nichts mehr original. Und es kam aber langsam ein Bewusstsein dafür auf, dass es vielleicht jetzt doch nicht einfach abgerissen werden sollte, dass man was damit tun sollte. Und so wurde über mehr als 10 Jahre ein Restaurierungs- und ein Erweiterungsplan ausgeheckt. Es ist nicht ganz leicht zu restaurieren. Paul Rudolph hat wirklich alle Register gezogen. Seine Spezialität sind diese abgeschlagenen Rillen. Also mit dem Stockhammer ist das von Hand abgeschlagen. Man betoniert sauber so Rillen rein und dann muss wirklich der Handwerker oder der Bauarbeiter mit dem Stockhammer die alle von Hand abschlagen und das ist bei so einer Fläche schon gar nicht so ohne. Das geht innen auch noch so weiter. Das wurde alles so gut wie möglich originalgetreu wiederhergestellt, alles restauriert und es gab einen Erweiterungsbau. Vorher war es das Art and Architecture Building. Die Kunsthistoriker sind inzwischen ausgezogen, nebenan. Das ist natürlich auch eine undankbare Aufgabe oder vielleicht eine spannende Aufgabe für einen Architekten, zwischen diesen zwei Bauwerken jetzt das dritte reinzustellen. Und Gwathmey & Siegel & Associates haben das auf eine Art getan, die jetzt nicht einfach Paul Rudolph weiterdenkt und mit denselben Mitteln weiterbaut, sondern hat etwas Eigenständiges geschaffen, das trotzdem schon allein mit den Verdrehungen und den verschiedenen Materialwahlen irgendwie sich so ein
einsetzt, dass es zusammen mit den anderen funktioniert, eigenständig ist und die bisherige Funktion auf fast doppelt so großer Fläche weiterdenkt und das Ganze zukunftsfähig macht. Heute ist das Art and Architecture Building in Rudolph Hall umbenannt und denkmalgeschützt. Und jetzt sind alle in Yale ganz stolz auf das Ding. Es ist also nochmal haarscharf am Abriss vorbeigeschlittert. Und ich glaube, jetzt, wo es so weit gekommen ist, jetzt schafft es die nächsten 100 Jahre auch noch. Als drittes und letztes Gebäude schauen wir nochmal nach Deutschland und da nach Freiburg. Rainer Disse hat hier einen wirklich tollen Kirchbau mit St. Elisabeth hingestellt, also die Bilder sind eigentlich besser, als ich es beschreiben kann. Das ist ein ganz fantastisches Ensemble, das leider dem Problem zum Opfer fiel, dass die Gemeinden zusammengelegt wurden in den 90er Jahren. Der Bau wurde entweiht und dann stellte sich die Frage, was machen wir jetzt mit diesem Teil? Es sah auch schon dann in den späteren Jahren nicht mehr ganz so schön aus. Und es wurde wirklich viel von der Freiburger Stadtverwaltung versucht, um Nachnutzungskonzepte zu finden, die für lange Zeit alle gescheitert sind. Und eigentlich war der Abriss dann schon beschlossene Sache. Und dann hat sich ein lokaler Bauunternehmer, ich glaube, er hat es einfach in der Zeitung gelesen und gesagt, ach nee, da könnte man doch was draus machen. Dieser Bauunternehmer hatte jetzt keine große Brutalismusliebe oder sowas, aber er fand das Ding irgendwie gut und hat das an sich genommen. Das Plakat hängt hier schon. Und ein paar Jahre später, 2015, wurde das Ding also entkernt, aufgestockt und in ein Wohnhaus umgebaut. Das war also nicht so zimperlich wie die anderen Umbauten, aber es wurde erhalten unter dem etwas unterhaltsamen Namen Churchill. Kann man jetzt wohnen, wo früher die Weihe stattfand? Und es wurden sogar einige, das sind also die Marketingfotos hier, man wohnt also mit dem alten Kirchenglas und ein Stückchen von so kleinen Seitenkapellen haben es auch noch überlebt. Das ist eigentlich ein viel pragmatischerer Umgang, aber das Gebäude steht nach wie vor da. Das einzige Problem war dann hier noch 2015, der Kirchturm sieht immer noch etwas mitgenommen aus. Also eigentlich hat er es ganz gut überlebt, bis auf so ein paar bisschen Grünzeug, das da gewachsen ist. Der war nicht Teil des Plans, aber nachdem das Hauptgebäude schon so umgebaut wurde und wieder beseelt wurde, hat sich dann auch noch ein Abnehmer gefunden für den Kirchturm, der in einem zweiten Schritt von jemand anderem gekauft wurde, mit einem anderen Architektenteam umgebaut wurde. Und das ist jetzt schon wieder eher so Architekturmagazin-tauglich. Die haben sich da natürlich die schönen hohen Decken und die Wohnräume etwas hochpreisiger ausgebaut. Aber immerhin, der Kirchturm hat es auch überlebt und er hat wieder eine Funktion. Und das ist ein Problem, das ganz viel in Deutschland ist, dass also alte, entweihte Kirchen irgendeiner neuen Nutzung zugefügt werden müssen. Wir sind hier gleich neben St. Agnes, die in eine Galerie umgewandelt wurde. Und also ich meine, die Denkmalschützer würden vielleicht sagen, ein bisschen viel des Guten, aber es hat das Ding vorm Abriss bewahrt und es steht heute wieder gut da. Hat einen völlig anderen Zweck und trotzdem kann man noch erkennen, was mal war. Und wenn man sich diese Beispiele so zusammen anschaut, es gibt schon noch Hoffnung und vielleicht auch ganz verschiedene Zugänge, wie man solche Bauwerke wieder ertüchtigen kann. Entweder man macht es ganz vorsichtig und versteckt und wie bei der neuen Nationalgalerie so viel Architekt wie möglich. Oder man baut was völlig anderes dran und restauriert das Original ganz feinsäuberlich. Oder man ist pragmatisch und macht ein paar Stockwerke mehr drauf und streicht es gelb an und ist auch noch was übrig. Man muss einfach gucken, was funktioniert. Das war der Ausflug. Besten Dank. Und jetzt geht es gleich weiter mit Ludwig Heimbach, der hier wieder zum Mäusebunker zurückkommt.
Wie kriege ich das? Ah, okay. Ja, schönen guten Abend. Herzlichen Dank für die Einladung, Ludwig Heimbach. Es ist ja sehr schön, dass dieser Titel, das solistische Ensemble, was aus der Ausstellung kommt, die ich für die BDR-Galerie gemacht habe, auch den Titel des heutigen Abends gemacht hat. Diese Zeichnung, die Sie da sehen, das ist meine Zeichnung in der Ausstellung, die gerade in Venedig läuft. Die läuft noch bis übernächste Woche, anlässlich der Biennale in der Galerie der JUAF. Ich bin Architekt und die Ausstellung habe ich gemacht als Kuratoriumsmitglied der BDA-Galerie Berlin. Die BDA-Galerie Berlin, der BDA fiel ja heute schon mal mit dem Haus der Erde, ist eine ehrenamtlich geführte, von 7 freischaffenden Kollegen geführte Galerie. Und wir widmen uns den verschiedensten Themen, die wir für relevant halten. Und mein Point of Departure des Projekts war dieser Zeitungsartikel, weil ich das gar nicht so mitbekommen hatte. Ich glaube, im Februar oder Januar letzten Jahres stand plötzlich, der Charité will den Mäusebunker abreißen. Und ich kannte den Mäusebunker schon aus meiner Studienzeit hier in Berlin. Grundstudium habe ich hier gemacht und war da ziemlich bestürzt. Und als ich dann tiefer recherchierte, bekam ich noch mit, dass auch noch der Fehling-Gogel-Bau zum Abriss stand. Und habe gesagt, so, jetzt reicht's. Und bin zu den Kuratoriumskollegen und habe gesagt, wir müssen schnell eine Ausstellung machen. Die Kuratoriumskollegen haben mir dann den Herbsttermin freigegeben. Und bei mir war das auch ein Corona-Projekt, weil wir im Büro auch Ausstellungsarchitektur und Messebau machen, neben den Hochbauten. Und diese Stelle, diese Kapazitäten wurden sozusagen frei. Und ich bin öfter gefragt worden, warum engagierst du dich da eigentlich so für? Und ich will in eine meiner, hört man ja vielleicht ein bisschen, in Köln groß geworden. Und eine meiner architektonischen Urerfahrungen waren die Konzerte, zu denen mich meine Eltern mitgeschleppt haben, in diesem Raum linke Hand. Das ist das Treppenhaus Schloss Augustusburg von Balthasar Neumann. Und der Rückweg führte mich durch die Landschaft rechts, nämlich durch das immer gegen die Autobahnfahrt durch die Raffinerie in Wesseling. Und diese Mischung ist eine meiner architektonischen Urerfahrungen, würde ich mal sagen. Und das, glaube ich, hängt ziemlich mit diesem Thema zusammen, weil das so eine Identitätsbildung ist, dieser Formen von Architektur, und dass die auch zusammengehören. Und ein anderer Anlass war natürlich diese unselige Geschichte mit dem dann im letzten Jahr baulich fertig werdenden Kolonialwarenladen. Und das Dritte war dann etwas, wo Sie gerade darauf hingewiesen haben, Herr Köhler, eine Begegnung mit dem Architekten, der für diese ganzen Lidl-Märkte zuständig ist, in Königswinter. Ich glaube, der ist mittlerweile verstorben, aber das war eine unheimlich interessante Begegnung, weil der war unheimlich pragmatisch. Der hat gesagt, weißt du was, lieber junger Kollege, das ist der Bau, der im Windkanal des deutschen Baurechts immer funktioniert. Und so viel dazu. Also Lidl-Markt und Beige geht immer, sage ich Ihnen als freischaffender Architekt. Und die Wut darüber ist sozusagen dafür eigentlich ein Argument für die Freiheit, was sozusagen in diesen Bauten drin ist. Und die Geschichte West-Berlins ist, glaube ich, weithin bekannt. Und diese sehr schöne Arbeit von Andreas Fogaraggi ist jetzt in der Ausstellung in Venedig zu sehen. Berlin Sites, links West-Berlin, rechts Ost-Berlin. Und dass sozusagen beide Systeme Architektur wie die Schachfiguren in dieser Stadt hier benutzt haben. Und die Frage ist die, ob nicht sozusagen diese ganze Diskussion gleichzeitig auch die Illustration ist, die Diskussion ist vielleicht weniger, aber diese ganze Geschichte mit dem Humboldt-Forum und so weiter, eines kulturellen Zusammenbruchs des Westens und des damit einhergehenden Freiheitsgedankens. Das solistische Ensemble. In dem Fall sind diese Bauten tatsächlich schon zusammen geplant worden, dass also der Hygieneinstitut zusammen mit dem Mäusebunker, mit dem Tunnel. Ich glaube, das ist jetzt hinlänglich gesehen worden. Ich gehe da mal so ganz kurz durch mit den schönen Fotos von Felix Torka, wie ein Film quasi, weil die Idee der Ausstellung in der BDA-Galerie Berlin war eigentlich die, zu sagen, dass diese Bauten in ihrer äußeren Erscheinung Teil der Ausstellung im Maßstab 1:1 sind und unsere kleine Galerie ein Studierzimmer dazu ist, das die Zeile zeigt,
die eben vor Ort nicht so sofort sichtbar sind. Weil ich natürlich als freischaffender Architekt auch sehr an diesen ganzen konstruktiven Aspekten der Bauten interessiert bin. Und was mich natürlich sehr interessiert, wenn immer der Begriff des Ensemble kommt, dann wird das häufig bestritten. Die Frau Ragnarsdottir hat das auch bestritten. Ich meine, es ist vor allen Dingen auch eine Sache der historischen Distanz. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist die Piazza del Signoria in Florenz, die auch als Ensemble gesehen wird, obwohl total unterschiedliche Bauten da stehen mit Palazzo Vecchio, Aula, Uffizien und die auch in sozusagen auch ein Demokratieverständnis gezeigt oder ein, kein Demokratieverständnis, aber ein gesellschaftliches Verständnis, ein Abbild eines gesellschaftlichen Verständnisses waren. Und diese Situation dort im Südwesten Berlins ist für mich auch eben in dieser Art von Stadtlandschaft, die von Charoun eigentlich geprägt wurde, auch so ein großartiges Beispiel für diese Individualität und trotzdem einen Zusammenhang zu bilden. Und das Interessante ist, dass die beiden zwar sogar unterirdisch miteinander verbunden sind, aber total unterschiedlich sind. Ich habe das so gegenübergestellt, auch jetzt aus der Ausstellung Venedig, Mäusebunker als defensive Form oder verteidigende Form, Hygieneinstitut vielleicht eher eine einladende Form, Mäusebunker Hard Edge versus Hygieneinstitut Soft Edge, Mäusebunker modular repetitiv versus Hygieneinstitut organhafter Funktionalismus, dann auch ins Konstruktive rein, Mäusebunker als Schottenbau, während Hygieneinstitut ein Skelettbau ist. Wir hatten gerade schon gehört, der Mäusebunker arbeitet mit vorfabrizierten Fassadentafeln und das Hygieneinstitut mit In-Situ-Beton, Ortbeton. Und das Thema des Mäusebunkers ist ganz klar die Fauna, während das Thema des Hygieneinstituts ganz klar die Flora ist, wie es nämlich eingebettet ist in den Landschaftsraum. Von dem Tunnel war schon die Rede. Das ist die Ausführungsplanung aus dem Henske-Büro oben, Grundriss unten Schnitt. Und ich sollte eben kurz darauf eingehen, auf ein paar konstruktive Merkmale. Und da sind natürlich die hervorstechendsten, diese Luftansaugrohre und diese tetraederförmigen Gaubenfenster, wo auch die Ausführungsplanungen in der Ausstellung zu sehen sind. Und vielleicht für die Diskussion, die wir darüber führen. Das Interessante am Mäusebunker ist, das ist ein unheimlich modernes Gebäude nach heutigen Maßstäben. Das ist nämlich eine vorgehängte Stahlbeton-Fertigteilfassade, die luftdicht ist. Das war damals kein Standard, heute ist das Standard. Und dann hat die einen unheimlich guten Dämmwert, weil die Henskers wussten, dass das unheimlich energieintensiv ist. Das ist ja ein riesiger Tierstall, der dauernd gekühlt werden muss, also ein riesiger Kühlschrank. Und die haben den damals höchsten Dämmstandard angenommen, der normiert war. Und das ist der Dämmstandard, der bis 2002 für Wohngebäude gegolten hat, also ein U-Wert von 0,5. Das ist ziemlich gut. Hier sieht man Baustellenfotos, dass eben die Fassadenteile auch keine Lasten tragen. Und dann haben wir diese Gebäudestruktur im Inneren, die so ein bisschen an Salk Institute von Louis Kahn erinnert. Immer der Wechsel von dienenden und bedienten Geschossen. Hier sind die grauen Geschosse, die grau hinterlegten Geschosse, die bedienten Geschosse, Laborgeschosse, Aufzuchtgeschosse etc. Die Aufzucht spielte eine große Rolle, weil man aus dem Bundesgebiet die Tiere nicht, die Versuchstiere nicht hier hinbekommt, aber das ist, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Und die lichte Höhe der Geschosse ist, der Laborgeschosse ist 3,3 Meter. Und die lichte Höhe der Technikgeschosse, wo man gesagt hat, total niedrig, ist 2,26 Meter. Und alle Architekten kriegen ja leuchtende Augen bei 2,26 Meter modular. Aber dem großen Corbusier ist ja auch in Berlin die 2,26 Meter kaputt gemacht worden, wie wir alle wissen. Die Unité Typ Berlin musste die 2,50 haben. Von daher ist irgendwie der Mäusebunker auch in der maßlichen Ausgestaltung eigentlich das Gegenstück zur Unité. Der Mäusebunker, der hat eine Dachlandschaft, den haben sie im Corbusier weggehauen. Und die Dimensionen sind auch sehr ähnlich, auch in der Gebäudetiefe übrigens. Aber 2,26 ist ja verboten. Zum Schottenbau hatte ich schon was gesagt. Dann war ich eingeladen als Consultant an die ETH Zürich und da haben wir mit dem Lehrstuhl Professor Schwarz, dem Tragwerklehrstuhl, ziemlich ausführliche Analyse des Tragwerks gemacht, mit den Studierenden zusammen.
Und das Gute am Mäusebunker ist, da ist so viel Beton drin, das ist mehrfach redundant. Also da kann man relativ viel rausnehmen. Dann ist das gebaut in 5 Teilen, die eigentlich selbstständig füreinander stehen. Und die aussteifenden Teile sind auch relativ gering. Das sind nämlich eigentlich nur die Kerne. Und tatsächlich, dieses Gelbe dort ist eine aussteifende Platte, die in dem einen Segment die Aussteifung macht. Nur mal so als Hintergrund. Hier nochmal im Grundriss die aussteifenden Elemente. Gebäudetiefe 24 bis 38 Meter. Und was auch ein großer Vorteil ist, die haben wegen der aufwendigen Haustechnik, hat das Tragwerkplanungsbüro damals sehr hohe Nutzlasten angenommen. Nämlich 5 kN für Tierlabor, das ist heute auch noch üblich, aber 7 kN für die Technikgeschosse. Das ist eigentlich so das, was man für Bibliotheken braucht. Weil die nicht wussten, dass da große Punktlasten kommen, und dann haben die irgendwann gesagt, komm, 7 kN, mehr Stahl rein, fertig. Und das ist natürlich für die Nachnutzung eigentlich ziemlich gut. Entweder man nutzt das aus, oder man kann auch sagen, über die Nutzung reduzieren wir die Lasten und setzen dann halt oben was drauf. Gebäudelänge 117 Meter und eine BGF, aber das ist natürlich schon eine Zahl, ist 28.000 Quadratmeter. Also das ist eine Größenordnung. Und was natürlich sehr interessant ist, deshalb stimmt diese Analogie zum Schiff auch so schön, das sieht man dann eben auch im Längsschnitt sehr schön, dass es tatsächlich schottenmäßig wie ein Schiff auch konzipiert ist. Also es wird immer reiner nach hinten. Es gibt 3 verschiedene Haltungsformen. Für Tiere will ich sie jetzt nicht mit langweilen, aber dass sozusagen das immer steriler wird. Und die rote Zone ist die absolut sterile Zone. Und so gibt es dann immer Schotten, und auch diese Luftansaugrohre sind halt deshalb so, um eine dezentrale Luftansaugung zu bekommen, um die einzelnen Schotten voneinander trennen zu können im Notfall. Das war die Ausstellung in der BDA-Galerie, wo sozusagen einfach diese Dinge gegenübergestellt wurden. Man sah immer sozusagen diese Fakten mit meinen Handzeichnungen. Und dann gab es diese eine Wand, die eigentlich sich mit den Kontexten und den Diskussionen beschäftigt haben. Deshalb hieß die Ausstellung auch Versuchsanordnung Berlin. Zum einen, weil natürlich die Gebäude wie eine Versuchsanordnung dastehen. Zum anderen, weil für mich diese Diskussionen darum quasi wie so eine soziale Plastik weitergehen mit immer noch offenem Ausgang. Dazu gab es diese Podiumsdiskussion im Hygieneinstitut, wo, glaube ich, das erste Mal so alle in der Öffentlichkeit mal zusammengesessen sind. Und glücklicherweise ist dann im Januar das Hygieneinstitut unter Denkmalschutz gestellt worden, nach dem Motto: OP geglückt, Patient lebt. Und die andere OP ist die im Mäusebunker, wo wir noch nicht wissen, wie es ausgeht. Aber das fand ich ganz interessant, dass eben diese großen OP-Säle eben für das Training der Herzchirurgen dort genutzt wurden. Und das ist heute auch noch Stand der Technik. Also dass halt Herz-OPs an Schweinen trainiert werden. Und generell ist es ja so, dass sowieso die Funktion ja nicht weg ist, dadurch, dass die Tiere weg sind, sondern durch den Umzug nach Buch. Das ist eigentlich das ganze Thema. Also die Funktion ist nach Buch weggezogen mit etwas anderem Konzept, weil das ist nicht mehr veterinärmedizinisch und so weiter und so fort. Und die Wissenschaft hat sich auch weiterentwickelt. Aber das Thema der Tiere wurde eigentlich dort verhandelt. Und die Ausstellung zeigt sonst noch andere Kontexte, zum Beispiel die Verarbeitung kultureller Schocks in der Gestaltung von Schinkels Manchester-Skizze links zur Bauakademie. Das wird nämlich immer vergessen in diesem komischen Wiederaufbau, dass das eigentlich ein unheimlich revolutionäres Gebäude war, was auch ein großer Schock für die Leute damals in Berlin war. Und dass es eigentlich von einer Wiederborstigkeit, und auch Schinkel war ja total entsetzt von den Bauten in Manchester, die er da kennengelernt hat. Und jetzt, Jahre später ist er dann plötzlich in diese, aber das ist ein bisschen zu detailliert jetzt vielleicht. Und natürlich diese Anmutung des scheinbar Bösen oder die Imagination des Bösen, würde ich das erstmal eher nennen, ist natürlich auch ein unheimlich interessanter Gestaltungstopos. Ganz knapp nur zusammengefasst kann man sich ja mal fragen, warum immer der Bösewicht im Film das beste Design hat. Und da habe ich nur 2 Beispiele, wo nämlich auch die Namen des Bösewichts was mit Architekten zu tun haben, und zwar ausdrücklich. Das ist links Goldfinger. Tatsächlich bezieht sich das auf Erne Goldfinger, der Name. Und rechts ist Hjalmar Pölzig in The Black Cat.
was sich auf Hans Pölzlich bezieht. Also der Bösewicht heißt Hjalmar Pölzlich und Goldfinger, beides Architektennamen und die haben natürlich auch die coolsten Buden. Und andere Geschichte ist natürlich die Foucaults Heterotopos-Idee, also den Ort als anderen Ort. Und das Schiff ist ja sozusagen der typische Heterotopos und wird dort auch so vorgestellt. Und diese Schiffsanalogie war auch im Henssker-Büro bekannt. Ich finde diese Skizze besonders schön. Da gab es Gründungsprobleme, wo die Henskers nichts mit zu tun hatten. Da hat jemand im Büro, Herr Henssker hat mir gesagt, das ist auf keinen Fall von seinen Eltern, aber es gab mehrere Fotokopien. Also es war beliebt, diese Skizze, wie das ZTL im Schluff untergeht. Und wir erinnern uns sofort natürlich an die gesunkene Hoffnung von Caspar David Friedrich im Eismeer. Und ein Herr Köppe rennt weg. Ich vermute mal, das ist der Bodengutachter, weil die Einbindetiefe der Pfeiler, die hat nicht gestimmt. Und das wird sehr aufwendig nachgegründet werden müssen, etc. pp. Und in der Zeit, wo der Mäusebunker entstanden ist, gibt es natürlich andere Architekturvisionen oder auch Architekturen, die sich auf diesen Schiffstopos beziehen. Hans Holleins Flugzeugträger oder hier Kiko Take mit seinen Wohnbauideen. Man kann den Mäusebunker natürlich auch einfach als Terrassenhaus lesen, mit genau dem Problem, was der Kern ist. Weil die Bespielung des Kerns ist bei Terrassenhäusern immer das Problem. Oder hier Paul Rudolph, der große Paul Rudolph, übrigens in einem aktuellen Rendering auf der rechten Seite, ich habe den Namen vergessen, von einem dänischen Kollegen. Warum ist das nicht auch als Wohnbau denkbar, frage ich mich da. Und weil wir im Brutalismus sind und dieses Wort ja leider den etwas seltsamen Geschmack bekommen hat, weil keiner mehr an Champagner denkt, sondern nur noch an Brutal. Rainer Banham, das spielt natürlich auch eine Riesenrolle, die Gebäudetechnik. Und ich denke, darüber sollte man mal weiter nachdenken, dass diese Abgeschlossenheit, die dieses Gebäude hat, eben auch ein großer Vorteil sein kann. Theresa, lieber Ludwig. Ich bin aber noch nicht so lang dran. Ich muss jetzt rausholen, was die anderen... Das haben alle so ein bisschen überzogen. Das Problem ist, dass Klaus Lederer vorhin gesagt hat, er muss leider um halb weg. Und also ich bin in 5 Minuten dann durch. Ich überschlage ein bisschen was. Aber es macht Spaß, diesen Assoziationen zu folgen. Das ist jetzt keine Schmälerung deines Vortrags. Nee, ich bin gleich durch. Ich zeige noch kurz was zu Venedig. Das finde ich auch einen ganz guten Aspekt, weil die Hässlichkeit in Anführungsstrichen dieses Gebäudes immer so von einigen Leuten hervorgehoben wird, bis zu einem CDU-Beschluss, CDU Steglitz, dass es so ähnlich ist wie mit Tieren. Also die hässlichen Tiere haben es viel schwieriger, unter Naturschutz gestellt zu werden, als die scheinbar schönen oder anscheinend schönen. Und ganz wichtig war mir in der Ausstellung, dass das sozusagen viele Gruppen zusammenkommen und ich sehe diese Gebäude auch als Energiespeicher, nicht nur der grauen Energie, die schon Thema war, sondern besonders auch der Arbeitsenergie, die da reingeflossen ist, insbesondere auch der kreativen Energie. Und das finde ich eigentlich besonders beeindruckend beim Mäusebunker, dass das immer noch ein Gebäude ist, was unheimlich viele Künstler, also die das benutzen als Steinbruch für Assoziation, fürs Weiterarbeiten. Also wenn man das bewahrt, ist sichergestellt, glaube ich, dass man nicht die Asche anbetet, sondern die Flamme weitergegeben wird, um dieses Wort mal zu bemühen. Das ist ein Foto aus der Ausstellung jetzt in Venedig aktuell mit der Arbeit von Julian Rosefeld, Manifesto, wo das drin vorkommt. Und es gibt natürlich auch schon diese Überformung, dass es gar nicht mehr so als brutale Kiste gesehen wird, sondern also wer ein Gebäude, was es zum Frühstücksbrettchen schafft, linke Hand, S-Wert-Design, oder zum Hintergrund für ein Aerobic-Pop-Video. Ich glaube, das hat so ein bisschen diesen, nicht den Schrecken verloren, aber da hat die Ikonisierung schon längst stattgefunden. Das überschlage ich. Rechts ist Lothar Hempel, den Film können Sie sich, bitte ich Sie gleich anzusehen, das ist ein super Film. Links Tracy Snelling, die ihre Arbeit auch in Venedig dabei hat. Dann haben wir eine Arbeit von Alexis Dworsky, ich gehe jetzt mal schnell durch. Die Fotos von Kai Fingerle haben Sie vielleicht vorher schon gesehen, oder haben Gelegenheit, den nachher zu sehen. Und mittlerweile sind, und das ist neu in der Ausstellung in Venedig, auch Arbeiten von Studierenden zu finden. Hier von Anna-Maria Grimm, vom KIT Karlsruhe, ihre Masterthesis. Dann gab es einen Urban Hackathon der Bauhaus-Universität Weimar mit vielen anderen Universitäten, die sehr schnell sehr starke assoziative Bilder
und Konzepte zum Mäusebunker entworfen haben, bis hin zur TU Berlin, die das bauökonomisch untersucht haben. Auch hochinteressant, da ist es meistens monofunktional, aber einfach mal sozusagen das auf den Zahlenprüfstand zu setzen. Und dann Arbeiten von der ETH Zürich, vom Lehrstuhl Brandelhuber, die als Abgabeformat Video hatten, die allerdings eher sozusagen so einen, ja, ich würde das fast als kontrollierten Verfall sehen. Und da gibt es ein Video, was ich besonders gut fand, wo ein Pilz der Hauptakteur ist und der sozusagen in Symbiose mit einem Künstler in dem Mäusebunker lebt. Und da fiel mir natürlich ein, dass das irgendwas zu tun hat. In der Zeit, wo der Mäusebunker entstanden ist, gibt es diese Aktion, wie Josef Beuys dem toten Hasen die Bilder erklärt. Und jetzt erklärt ein Pilz dem Künstler, wie er sinnvolle Kunst schafft. Das ist vielleicht schon so ein Punkt, wo sich ein Weltgebäude dreht. Das ist die Ausstellung, wie sie gerade in Venedig zu sehen ist. Und wer in Venedig ist zu den Pavilion Days, den möchte ich noch herzlich einladen oder würde ich bitten, sich schnell auf der BDA Berlin Seite zu registrieren. Dort findet dann der Curators Talk statt zu dem Thema Thinking Forward Through the Past. Das ist die Frage, Frank Lloyd Wright ist ja immer ohne Rückspiegel gefahren, weil er gesagt hat, brauche ich nicht. Ich gucke immer nur nach vorne. Aber inwieweit doch diese Gebäude auch eine Zukunftsperspektive eröffnen. Und da wird Francesca Ferguson moderieren. Ich bin sehr glücklich, dass ich Nuria Schönberg-Nono gewinnen konnte, als venezianische Stimme dazu zu kommen. Dann kommen die beiden Kuratoren des japanischen und des ungarischen Pavillons dazu und noch Ryoko Iwase, die auch im japanischen Pavillon dabei ist. Theresa, war ich aber jetzt schnell. Dankeschön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung, sehr geehrter Herr Senator, sehr geehrter Herr Landeskonservator, sehr geehrter Direktor Köhler, sehr geehrte Frau Keilhacker und liebe Gäste. Wir haben jetzt gerade an dem letzten Beispiel gesehen, welche verschiedenen Ansprüche an diesen Mäusebunker herangetragen werden und deshalb ist dieses Modellvorhaben, glaube ich, wirklich geeignet. Also, wenn es denn wird, was man nur hoffen kann, ein Best Practice Beispiel zu werden. Also es sind nicht nur die Architekturhistoriker beteiligt, sondern auch die Architekten, die Stadtplaner und natürlich auch die Denkmalpfleger. Wie komme ich jetzt an meine klitzekleine Präsentation? Ich will als Vertreterin hier von ICOMOS ein paar, ich sag mal, generalisierende Sachen in Erinnerung rufen. Ich habe das Ganze genannt Perspektiven für ein ungeliebtes Erbe. Sie können auch sagen Perspektiven für ein schwieriges Erbe. Und ich will nur ganz kurz drei Stichworte anreißen in ganz kurzer Zeit. Wir sind schon weit drüber. Nämlich, das Ganze versteht sich als ein Beitrag zur Baukultur. Und Baukultur ist also spätestens seit dem Jahr 2000, da gab es eine Initiative Architektur und Baukultur vom damaligen Bundesministerium und eine Forderung des Deutschen Nationalkomitees oder der Deutschen Stiftung Denkmalschutz für Nachhaltigkeit und Baukultur. Das ist also ein tatsächlich altes Thema. Und wenn man sich seither die Initiativen in Richtung Baukultur anguckt, ich will die gar nicht alle aufzählen, einfach aus Zeitgründen, dann ist das ein unglaublich breites Feld, was da entstanden ist. Und letztendlich sozusagen mittendrin fand die Gründung der Stiftung Baukultur, der Bundesstiftung Baukultur statt, im zweiten Anlauf. Also das zeigt auch ein bisschen, wie schwierig das war, das Thema überhaupt unterzubringen. Was interessant ist, dass diese Stiftung Baukultur im dritten Bericht Erbe, Bestand und Zukunft tatsächlich in den Titel genommen hat und an 15 beispielhaften Projekten den gelungenen Umbau, zum Beispiel auch das, ich zeige dann später ein Bild, des auch höchst ungeliebten und schwierigen Erbes des Dresdner Kulturpalastes gezeigt hat. Baukultur, das ganz kurz als Resümee, ist in den letzten 20 Jahren zu einem wirklich fast inflationären Begriff geworden. Und auf Seiten der Denkmalkultur
Da muss ich ein bisschen Wein sozusagen, Wasser in den Wein gießen, kann man in den letzten beiden Jahrzehnten nichts vergleichbar Großartiges und Umfassendes vermelden. Denkmalpflege profitiert seit den 1975 an den erlassenen Gesetzen, an den erlassenen Institutionen. Und im Gegenteil, Denkmalpflege hat es in den letzten Jahren zunehmend schwerer, werden also auf personelle Kapazitäten zunehmend gern verzichtet. Es gibt Änderungen zu Ungunsten des Erhaltungsgedankens. Und als ganz aktuelles Beispiel will ich vom April dieses Jahr daran erinnern, dass sich ICOMOS Deutschland, ich nenne sie jetzt alle, die Vereinigung der Landesdenkmalpfleger, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz, der Rheinische Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, der Westfälische Heimatbund und so weiter, gegen eine Neufassung des nordrhein-westfälischen Denkmalschutzgesetzes ausgesprochen haben. Das würde die Fachkompetenzen der Denkmalfachämter beschneiden und verfassungswidrig in diesem neuen Entwurf ist gar die gesonderte Behandlung oder Extrabehandlung oder wie man es nennen will, der Denkmalbestände in den katholischen und evangelischen Kirchen. Wie die weitere Entwicklung dort sein wird, bleibt abzuwarten. Was ich aber für bemerkenswert finde, also in der ganzen Debatte um Baukultur, dass es offensichtlich ein Missverhältnis gibt zwischen eben dieser Baukultur, die so inflationär wird und also als Begriff, und dem, welche, also praktisch dem, der Rolle der Denkmalpflege, die ihr in diesem Prozess überhaupt zugestanden wird. Mein Eindruck ist im Gegenteil ein anderer, dass Denkmalpflege also zunehmend, und ich meine hier nicht nur die staatliche Denkmalpflege, sondern auch das zivilgesellschaftliche und bürgerschaftliche Engagement, zunehmend einer fortschreitenden Ökonomisierung ausgesetzt ist und dass unter anderem zwei Schlagworte tatsächlich den Interessen von Erhaltung des Denkmalbestandes entweder entgegenlaufen oder tatsächlich, und das ist, glaube ich, angedeutet worden hier an den verschiedenen Berufsvertretern, zu ganz schwierigen Zielkonflikten führen, nämlich Zumutbarkeit und Nutzungsgebot. Also das, was Konservatoren im Blick haben, nämlich die Erhaltung des Bestandes und den Transport einerseits dieses Bestandes und auch des geistigen Gehalts dieser Denkmale, das wird kommt schwer unter Beschuss. Und wenn Sie es anders formulieren wollen, das Widerständige, das ist, Ludwig Heimbach hat das gerade angedeutet, das Widerständige, auch das Fremde und das wirklich Erklärungsbedürftige wird also möglicherweise oder droht eingehegt zu werden. Gleichwohl, das haben wir auch in dem Beitrag gesehen von Felix Turka, gibt es natürlich eine ganze Reihe Architekten, die sich also diesen Denkmal geschützten oder zuschützenden Bauten widmen, aber zum Teil eben tatsächlich, indem sie umgebaut oder tatsächlich komplett neu genutzt werden. Als zweiten Begriff, der auch im Sinne natürlich der Denkmalpflege zu verstehen ist, für die ich hier also im Sinne von oder als Vertreter von ICOMOS stehe, ist die Nachhaltigkeitsstrategie. Denkmalpflege bringt sehr oft zur Geltung, dass die Gesellschaft insgesamt von der Denkmalpflege lernen kann. Und das ist tatsächlich so. Walter Bunzmann hat mal in den 50er Jahren Denkmalpflege als Bauschule der Nation betitelt. Und ich glaube, das gilt nach wie vor. Und es ist interessant, dass der Bericht oder die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, die jetzt in diesem Jahr erneuert wurde, dass sie den Denkmalen im Prinzip nur eine wirklich ganz marginale Rolle zugesteht. Auf den knapp 400 Seiten der Strategie wird Denkmalschutz und Denkmalpflege, halten Sie sich fest, eine halbe Seite zugestanden. Nachhaltigkeit 400 Seiten, Denkmalschutz und Denkmalpflege eine halbe Seite. Denkmalpflege, das sind ganz tatsächlich, ich habe es gesagt, ganz grundsätzliche Überlegungen für dieses Modellvorhaben, sozusagen an der Schnittstelle zwischen Baukultur, Nachhaltigkeit, Architekten, Architekturhistoriker, Nutzer. Vorbildhaftigkeit, die Denkmalpflege liefern kann, kann man sich auch allein daran klar machen, wie viel an Müll allein in der Bundesrepublik durch Bauabfälle zustande kommen. Das ist nämlich etwa über die Hälfte des gesamten Müllaufkommens. Ich zitiere
aus einer Broschüre dazu, Zitat, auf jede Tonne Bauabfall kommen gegenwärtig rund 7 Tonnen Neubaumassen, deren Entsorgung zyklisch mit der nächsten Abbruch- und Neubauwelle anstünde. Auch aus ökologischen Gründen steht also eine Abkehr von der Wegwerfkultur zur Altbaureparatur auf der Tagesordnung. Und Denkmalpflege zeigt eben, wie man mit Bestehenden umgehen kann, mit dieser Kunst des kleinstmöglichen Eingriffs. Der hat architektonische Gründe und der hat aber auch tatsächlich ökologische Gründe. Das überspringe ich mal aus Zeitgründen. Als Ressource, also wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann kann ich es mir nicht verkneifen, auf ein historisches Beispiel zurückzukommen. David Cilli hatte die Steine der Marienburg angesehen als Ressource. Er untersuchte den Bau vor allem mit Blick darauf, wie er am zweckmäßigsten, am rationellsten, am praktischsten zu verwenden wäre. Nach eingehender Besichtigung der inzwischen zweckentfremdeten Bauten plädierte er in seinem Gutachten für den Abriss der Marienburg zugunsten eines neuen Mehlmagazins. Also die Zeichnung kennen Sie alle. Sein Sohn Friedrich Cilli hielt unterdessen seine Eindrücke in Sepia-Zeichnung fest, die 1795 dann schließlich in Berlin ausgestellt wurden. Das Wichtige ist, dieser Bau, die Marienburg, war für den Sohn im Gegensatz zum Vater, ich halte diesen Generationskonflikt auch in der Denkmalpflege für ganz wesentlich, eben nicht nur Ressource im Sinne von Nachhaltigkeit, würden wir heute sagen, sondern tatsächlich als Denkmal. Das Denkmal als materielle Ressource in dem Diskurs um Nachhaltigkeit oder auch in Baukultur allein zu sehen, also ist also nicht unproblematisch. Das Denkmal wird auf eine Zweckrationalität zurückgesetzt, die einen ganz wesentlichen Aspekt des Denkmals nur zu dessen Schaden aus dem Bewusstsein räumt. Denkmalschutz und Denkmalpflege bleiben tatsächlich für dieses Selbstverständnis der Gesellschaft ganz wichtig als Verhalten zur Geschichte. Ich glaube, das ist in dem letzten Beitrag auch sehr gut deutlich geworden. Sie stehen mit Natur- und Umweltschutz in Verbindung, auch mit Bauökologie und Rohstoffwirtschaft, aber sie weisen darüber tatsächlich hinaus. Sie bieten neben der historischen tatsächlich auch eine ästhetische Erfahrung, die nicht auf einen Augenblick beschränkt ist. Und was wichtig ist für den Erhaltungsgedanken, wir können diese Bauten natürlich nur so lange befragen, wie sie da sind. Ich zeige Ihnen hier ganz willkürlich ausgewählte Bauten aus einer ganz anderen Hemisphäre, die heute noch nicht angesprochen wurde, nämlich aus Rumänien, von einer sehr guten Seite von Dumitru Rusu, der Beispiele des Brutalismus im Sinne des sozialistischen Realismus zusammengetragen hat. Diese Bauten zeugen sowohl im Westen als auch im Osten von heute, also heute von einer ganz und gar fremden, fortschrittsfrohen Zeit. Als solche sind sie historische Dokumente, die erhalten bleiben sollen, und zwar nicht im Sinne eines sozusagen wohlfeilen Fassadismus, also das ist der Standpunkt der Denkmalpflege, und also nicht mit einer bis zur Unkenntlichkeit im Innern stattfindenden Aushöhlung oder Entkernung des Ganzen. Und insofern kann ich mich natürlich nicht mit den Beispielen so ganz, also die gezeigt worden sind, sozusagen einverstanden fühlen, sondern also der Denkmalpfleger zielt möglichst auf Erhalt. Die oft hochexpressiven, skulpturenartigen Bauten des Brutalismus entweder zu entsorgen oder bis zur Unkenntlichkeit auszuhöhlen, hieße, und das ist auch tatsächlich ein Aspekt, die bauliche Umwelt in ihrem kulturhistorischen Zusammenhang zu schmälern und empfindlich zu reduzieren. Um das zu bewerkstelligen, und das ist nicht eine Sache, die Berlin allein angeht, bräuchte man etwas ganz Wichtiges, nämlich eine systematische Erfassung. Und nach meiner Kenntnis gibt es eine, also jetzt hierzulande, also in der Bundesrepublik, eine länderübergreifende systematische Erfassung der Bauten des Brutalismus oder des sozialistischen Brutalismus oder wie Sie es nennen wollen. Das gibt es nicht. Also das gibt Einzelinitiativen, und wir hangeln uns von einem Beispiel oder von bekannten Beispielen zum nächsten.
Es gibt allerdings, was heißt allerdings, gerade ist ein internationales Projekt, ein EU-gefördertes Projekt zu Ende gegangen, das Sie wahrscheinlich kennen, Herr Klack und Herr Torka, das ist von der spanischen Universität Cadiz ausgegangen. Die Fördersumme war 7 Millionen und nannte sich Innova Concrete. Und da ging es nicht um die Erfassung, sondern um die Erfahrung mit praktischen Problemen. Als letztes, wenn wir von schwierigen, also ungeliebten Denkmalen sprechen oder von schwierigen Denkmalen, dann gibt es in Berlin eine ganze Reihe Beispiele, wie man damit umgehen kann. Ich hatte am Anfang den Kulturpalast in Dresden erwähnt. Dort hat man sich nach langer Diskussion dazu entschlossen, also zwei Wandbilder am Äußeren des Baus zu erhalten, und um das zu vermitteln, sind Broschüren verfasst worden. Also das ist eine Möglichkeit, also um auch die Dimension dieser beiden Bauten, also des Mäusebunkers, ich übernehme die kurze Formulierung, und des Hygieneinstituts, um deren Fremdheit auch zu transportieren, also den Bau erklären und kommentieren. Und ein anderes Beispiel, die sind hinlänglich bekannt hier in Berlin, ein anderes, wie ich finde, sehr gelungenes Beispiel im Innern. Man kann die nicht mit den beiden Bauten der Charité vergleichen, oder FU vielmehr, aber es ist möglich, also ungeliebte und auch ideologische Denkmale dann selbst in ihren Zeitschichten zu erhalten. Und das ist, finde ich, ganz exemplarisch im Staatsratsgebäude gelungen, wo die neue European School of Management and Technology es sich sozusagen antut, neben dem Staatswappen der DDR zu unterrichten. Also ich finde, es ist ganz wichtig, in diesem, vor allem in dem Mäusebunker im Inneren, nicht alles herauszunehmen und zu entsorgen. Eine andere Möglichkeit, man kann das diskutieren, wir haben das gesehen an dem Beispiel aus der USA, was ich selbst gar nicht so glücklich finde, weil es den Bau viel zu sehr überformt, ist ein sozusagen Entgegenentwurf in der Architektur, das kennen Sie auch als Beispiel. Und als letzter Gedanke, seit 2015, das ist erwähnt worden, baut die Charité ein Ersatzgebäude auf dem Campus in Berlin-Buch, eine, wie es heißt, ich finde das ein Euphemismus geradezu, Forschungseinrichtung für experimentelle Medizin. Andere nennen sie einfach Tierversuchshaus. Die Kosten sind mit 35 Millionen Euro betitelt. Der Neubau für Tieraufzucht zu Forschungszwecken soll eine Kapazität von 43.000 Tieren, das sind etwa 40.000 Mäuse und 3.000 Ratten, aufweisen. Neben seiner Architektur, also des Brutalismus, ist nach meinem Dafürhalten auch die frühere Nutzung dieses Baus erklärungsbedürftig. Tierversuche als ein legitimes oder illegitimes Mittel der medizinischen Forschung und Aufgaben und Methoden medizinischer Forschung generell zu diskutieren, könnte eine der neuen Nutzungen des Hauses darstellen. So viel von meiner Seite. Vielen Dank. Sie können gleich hier oben bleiben, Frau Professor Brandt. Vielen Dank. Wenn Sie da gleich Platz nehmen, Herr Dr. Rauhut, Ludwig Leo. Es gibt keine Sitzordnung, ich setze vielleicht in der Mitte. Dann fehlt uns noch Gunnar Klack und Klaus Lederer, muss ich leider entschuldigen, weil jeder hat so ein bisschen überzogen. Das ist schön, dass Felix Torka hier den Platz übernimmt. Das passt doch, weil ein Lehrerstuhl ist nicht schön. Ich danke sehr für die Runde und möchte jetzt auch gar nicht lange mit Vorstellungen uns aufhalten, denn Sie haben jetzt durch die Vorträge auch schon hinlänglich gehört, mit wem Sie es hier zu tun haben. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person, Theresa Keilhacker. Ich bin freischaffende Architektin und seit über 15 Jahren im Bereich nachhaltiges Planen und Bauen intensiv unterwegs. Deswegen hat mich natürlich auch immer schon alles, was mit Denkmalschutz zu tun hat, sehr interessiert. Und vor allem auch das, was eben noch nicht unter Denkmalschutz steht, also die sogenannte besonders erhaltenswerte Bausubstanz, wird uns sicherlich auch in der Architektenkammer, wo ich jetzt seit kurzem gewählte Präsidentin bin,
beschäftigen, weil dieses riesige Feld der besonders erhaltenswerten Bausubstanz, die dann so fließend übergeht in Denkmalschutz, ist uns auch ein großes Anliegen, wo wir auch als Architektinnen sehr gefragt sind, das nötige Handwerkszeug zu entwickeln, dass wir sie transformieren in die Jetztzeit bzw. in die Zukunft. Und da wäre jetzt auch schon gleich meine erste Frage an Frau Professor Brandt von der Denkmalpflegeseite. Sind Sie ja Expertin und Ihr Kollege Professor von Butler hat mal gesagt, die Brutalisten wollten immer einen Ort mit einer besonderen Funktion auch ausstatten. Das heißt, wir haben ja auch in Berlin einige Beispiele wie das Jugendzentrum von NGP-Architekten, was brutalistisch ist, oder auch von dem Ehepaar Henska ganz in der Nähe, auch in Moabit, eine Bruno-Lösche-Bibliothek, heißt sie, eine Stadtteilbibliothek, die einen sozialen Ort markiert. Und hier haben wir es ja mit so einer Markierung für die Wissenschaft im Grunde genommen zu tun. Sie haben da jetzt eben schon mal anklingen lassen, was Ihnen wichtig wäre bei einer Transformation. Können Sie auch was mit diesen etwas weicheren Begriffen anfangen, dass ein Gebäude sozusagen von den Brutalisten auch einer besonderen Funktion erhalten bleiben muss? Also ich glaube, die Funktion in dem jetzigen Mäusebunge, die ist nicht aufrechtzuerhalten, also das ist ganz klar. Aber was wichtig wäre, also oder was, glaube ich, auch angedacht ist, also dass man diesen Forschungsstandort an der Stelle erhält und dass also der Bau also in ein öffentlicher also Bau bleibt und also dass er kein privater Bau wird, also nicht an der, also eine Wohnnutzung fände ich ganz und gar kontraproduktiv an der Stelle. Und ich würde mir wünschen, dass, also wie die Nutzung im Einzelnen aussieht jetzt, also im Bereich von Forschung und Wissenschaft, darüber muss man nachdenken. Aber wenn die Problematik dieses Baus, wenn die dort auch thematisiert wird und nicht einfach nur, ich sage mal, mit einer Erklärungsstele, sondern tatsächlich mit einer öffentlichen Diskussion, also mit Veranstaltung, dann fände ich das im Sinne des Denkmals und auch einer ganz speziellen Funktion, die dann weiter transportiert und vor allem in Erinnerung gehalten wird. Ich glaube, das ist das Wichtige. Und spannend ist der Bau, das haben wir ja gesehen, als sozusagen Motiv für Künstler, unglaublich. Aber das ist sozusagen eine Facette dieser Baukultur. Aber Denkmalpflege mit seinem ganz speziellen Anliegen hat tatsächlich ein anderes Ziel, also möglichst viel Bausubstanz zu erhalten und nicht nur Bausubstanz zu erhalten, sondern tatsächlich auch die Idee des Baus weiter zu transportieren. Sie haben auch vorhin schon das Stichwort Nachhaltigkeit gebracht, eben auch was die Ökologie anbetrifft, graue Energie, aber auch wie Denkmalpflege eigentlich ein natürlicher Partner der Nachhaltigkeit ist. Herr Dr. Rauho, die Frage jetzt an Sie. Wir haben ja in Berlin leider einen chronischen Geldmangel immer wieder und Herr Brinkmann von der Charité hat gesagt, das Hygieneinstitut hat 40 Jahre Instandhaltungsrückstau. Beim Mäusebunker sieht es eben auch nicht sehr viel besser aus. Jetzt haben Sie aber doch ein sehr mutiges Flucht nach vorne angetreten mit dem Modellbauvorhaben Mäusebunker. Wie stellen Sie sich so eine Transformation vor mit diesem Instandhaltungsrückstau, mit dem wir es ja hier auch zu tun haben? Ich habe nicht so eine große Angst vor diesem Rückstau wie diejenigen, die sich vorstellen, dass ein Denkmal, wenn es saniert ist, wie ein Neubau sein muss. Das ist eine Vorstellung, die wir leider noch zu häufig haben, dass wir im Umgang mit dem Gebäudebestand das Gealterte nicht akzeptieren und manchmal auch die Einschränkungen, die das im Komfort bedeuten, nicht akzeptieren wollen. Das ist eine Diskussion, die wir, glaube ich, insgesamt führen. Und gerade aber bei den Maßnahmen sehen, die aus dem staatlichen Bereich kommen, wenn man mit, Sie haben es gesagt, eigentlich mit ganz stringenten, harten Funktionsprogrammen konfrontiert werden. Ein Gebäude muss dann Standards erfüllen, ein Wissenschaftsbau, die natürlich einen Bestand nicht erfüllen kann. Und ich glaube, wir müssen an der Stelle lernen, umzudenken, also den Bestand als Ausgangspunkt zu verstehen und aus dem Bestand heraus zu definieren, was ist möglich und was ist unter
auch finanziellen und ökonomischen Gesichtspunkten noch sinnhaft umzusetzen? Also das ist eigentlich genau die Frage, die wir ja auch am Mäusebunker so gut diskutieren können. Wir haben da ein sehr spezifisches Gebäude und Ludwig Heimbach hat das auch nochmal, finde ich, sehr gut in seiner Analyse herausgearbeitet. Was kann das Gebäude und was kann es nicht? Also es hat eine hochfunktionale Fassade, die ist aber mit wenig Lüftungs- und Belichtungsöffnungen ausgestattet. Und wenn wir natürlich etwas suchen, was genau dagegen arbeitet, dann werden wir sehr viel Geld ausgeben müssen, um irgendwie das umzusetzen. Wenn wir aber aus dem Bestand herausdenken, und das ist etwas, was wir als Denkmalpfleger immer wieder versuchen einzufordern, dann ist der Rückstau nicht ganz so groß, wie er scheint. Das Stichwort ist tatsächlich, glaube ich, auch hier angesagt, weil ein etwas rauerer Charme dem Gebäude ja durchaus auch jetzt schon innewohnt. Letztendlich ist ja auch diese Nutzung Kultur und Wissenschaft in welcher Form auch immer angedacht. Ludwig, da richte ich mal mein Auge in deine Richtung, weil du so viele sprühende Assoziationen vorhin uns geliefert hast. Könntest du dir vorstellen, wie hier Wissenschaft und Kunst und Kultur vielleicht auch in der einen oder anderen Form ineinander greifen könnte, selbst bei 2,26 Meter Deckenhöhe, die ja eigentlich nicht mehr der Vorschrift entsprechen? Hört man mich? Ja, ne? Ja, das kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen. In der ersten Diskussion im Hygieneinstitut bin ich ja auch gefragt worden, wo ich das Gebäude in 20 Jahren sehe. Und da habe ich gesagt, naja, ein Gebäude des Experiments. Und das ist das, was genau Wissenschaften und Künste verbindet. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich bin da allerdings auch irgendwie ganz offen, weil eben genau das, was der Herr Raut eben gesagt hat, wir haben gerade im Büro eine Umnutzung von einem Wohngebäude in so eine Kita-ähnliche Nutzung. Und nur weil die Treppendienen sich nicht geändert hat, ist sozusagen eigentlich das ganze Treppenhaus nicht genehmigungsfähig. So. Und ich denke, da, das ist wieder so ein Plädoyer für so eine Art Freiheit, dass wir uns mal wieder ein bisschen davon verabschieden müssen, sozusagen diese Normgerechtigkeit, dass wir das viel weiter fassen müssen, um überhaupt, und da ist die Denkmalpflege zum Teil tatsächlich auch sehr hilfreich für einen Architekten, weil die einem so Felder frei spielt, wenn der Denkmalpfleger sagt, geht nicht, dass plötzlich Dinge, andere Dinge möglich werden. Und ich glaube, diese Möglichkeitsräume, da müssen wir als Architekten uns besonders auch dran beteiligen. Und das tun wir, glaube ich, auch, uns diese Möglichkeitsräume wieder zu erkämpfen. Und du warst ja auch schon innen drin im Gebäude. Hattest du auch so eine verschiedene Skala von Größen, große, kleine Räume? Oder wie? Nein, es ist tatsächlich relativ kleinteilig. Ja. Aber eben durch Betonsägetechnik und andere Dinge, also dieses 2,26 ist nicht die Norm. Es gibt herrliche Wohnbauten von Le Corbusier, ich nenne den Namen nochmal, in denen ich mich auch schon länger aufgehalten habe. Ich verstehe dieses Festhalten an den 2,50 nicht. Ich meine ja, der Mensch ist ein räumliches Wesen. Auch im Wohnungsbau frage ich mich immer, warum man nicht eine Volumenfestlegung macht, indem man sagt, das Volumen einer Wohnung muss das 2,5-fache der Grundfläche haben zum Beispiel. So. Und wenn ich Adolf Loos sehe, ich kenne einen tollen, ich weiß nicht, wer das kennt, in Payerbach, das Haus für Kuna. Da sind die Räume unter den Emporen 2,15 Meter hoch. Und das ist fantastisch. Und die sind natürlich angebunden an höhere Räume, genau wie der Corbusier das auch gemacht hat. In der Unité ist natürlich der Witz der, dass man diesen doppelgeschossigen Raum dazu bekommt. Und ich meine, da müssen wir wieder hin. Das spricht ja tatsächlich für eine vielfältige Nutzungsmöglichkeit. Das macht Hoffnung. Ich hätte jetzt mal eine Frage an Gunnar Klack. Du gehörst ja zu der Initiative, die das Ganze angestoßen hat. Herzlichen Dank nochmal dafür, weil sonst würden wir hier nicht sitzen, denke ich mal, dass ihr drei im Grunde genommen das angestoßen habt. Und das bringt mich eigentlich auch zu der Frage, ob man nicht auch drüber nachdenken sollte. Ich glaube, das war auch in dem Interview mit Herrn Brinkmann angeklungen, dass man über so eine Art Zwischennutzungsphase auch nachdenken muss, um das Ganze neu zu justieren. Und dafür bräuchte es vielleicht mehr Privatinitiative als öffentliche Hand, sage ich mal ganz zugespitzt.
Könntet ihr euch ein Modell vorstellen, wo man vielleicht für eine Zwischenphase auch etwas, einen Prozess ausgliedert und sagt, man gründet eine eigene GmbH zum Beispiel und sagt, man bespielt das Ganze mal eine Weile mit Hilfe der öffentlichen Hand, um das Ganze in Schwung zu bringen? Diese Fragen tatsächlich haben wir bei unserer Kommunikation über die Petition bewusst ausgeklammert. Also wir haben immer gesagt, dass wir uns darauf beschränken, die Diskussion anzuheizen. Und aus unserer Perspektive, ich spreche jetzt einfach mal für dich mit, Felix, aus unserer Perspektive ist eigentlich alles begrüßenswert, weil das, was ich bis jetzt mitbekommen habe in meiner Zeit in Berlin, mein Interesse für Altbauten oder für Denkmalpflege ist ganz stark davon geprägt, wie ich angefangen habe, Architektur zu studieren, und es ging um den Abriss des Ahornplatz. Und wir haben dagegen demonstriert, und das war so für mich so eine Initiation, wo ich ganz viel gelernt habe und mitbekommen habe, dass eben dieser Bedeutungswandel, den Gebäude durchlaufen, eigentlich das Allerwichtigste ist. Also das war für mich die Motivation überhaupt, dann eben auch mich mit Baugeschichte zu beschäftigen. Und ich möchte jetzt auch nochmal sagen, die Dissertation über Fehl und Gogel habe ich eben bei Gabi Dolf-Bohnekemper geschrieben. Und in unserem Kolloquium war einfach das auch tatsächlich immer ein Thema, was ich da mitgenommen habe und extrem wichtig finde, immer darüber nachzudenken, dass diese Gebäude nicht einfach nur eine Form von Substanz oder ein historisches Artefakt sind, sondern sie sind eben immer eingebettet in ein Feld der Bedeutung, der Wahrnehmung, und da kann man eingreifen. Und letztendlich ist auch genau das, sind das temporäre Nutzungen. Und es ist vollkommen egal, ob das jetzt eine Berliner Atelierinitiative ist oder Christus Reichstagsverhüllung, was für mich auch irgendwie so ein Schlüsselerlebnis war zur Umnutzung, Umdeutung eines Gebäudes. Und das, was wir jetzt einfach auch in den letzten anderthalb Jahren erlebt haben mit dem Mäusebunker, ist einfach eine generelle Bedeutungsveränderung, Wahrnehmungsveränderung, und das kann unglaublich viel bewirken. Und ich glaube, das ist alles, was wir dafür tun, ob wir heute hier sitzen, darüber reden, ist dazu zuträglich. Und mein Eindruck ist einfach, dass unglaublich viel möglich ist, wenn das Wissen, der Wille, das Bewusstsein dafür da ist. Und da können wir auf jeden Fall was machen. Ob das jetzt eine temporäre Nutzung ist oder ein großes Plakat oder eine Ausstellung. Es geht es einfach darum, wir reden darüber, wir verbreiten das Wissen, wir treiben diese Diskussion voran. Und das halte ich in dieser Phase für das Wichtigste. Also keine Frage, ihr habt damit einen wichtigen Impuls gesetzt, aber man kann natürlich sowas, man kann nicht ein Dauerfeuer sozusagen halten aus der ehrenamtlichen, bürgerschaftlichen Engagementperspektive. Deswegen auch nochmal, Felix, ja, vielleicht von deiner Seite ergänzen. Ich denke, die Zeit ist auf unserer Seite. Also wir haben ja jetzt alle ein bisschen Panik, dass das Ding leer steht und da muss jetzt schnell was passieren, aber für mich als Architekturhistoriker, ich plane weniger voraus und suche eher die historischen Vergleiche. Und wenn wir zurückdenken an die Zeit, wo der Mäusebunker geplant wurde in den 60er Jahren, da wurde reihenweise Gründerzeit abgerissen, zum Beispiel auch in Kreuzberg Süd, wo Gunnar gerade den großen Henske-Wohnungsbau gezeigt hat. Da schlagen wir heute Hände über dem Kopf zusammen, was da alles verloren ging. Das war damals einfach auch aus der Zeit gefallen und nicht modern, und es fehlte so ein bisschen die Fantasie, wie man das in die Zukunft übersetzen konnte. Und das war da gerade so 60 Jahre alt und schon wurde es abgerissen. Und wenn wir jetzt nach heute schauen, ist der Mäusebunker, also jedenfalls inklusive Planungsphase, auch ungefähr wieder so alt. Und auch hier sehen wir einen ganz ähnlichen Zyklus wieder, dass erst ist es neu und schön und dann vergisst es jeder und dann ist es irgendwann hässlich und alt und soll weg und dann wird es wiederentdeckt. Und jetzt kommen wir gerade wieder so in diesem Zyklus aus der Talkehle heraus, weg vom, das ist alt und hässlich und soll weg, sondern es wird gerade langsam wiederentdeckt. Und ich glaube, in dem Zusammenhang ist es gar nicht so wichtig, ob jetzt was in 2 Jahren passiert oder in 4 Jahren. Und in den nächsten Jahren wird diese Wiederentdeckung und diese neue
Bewertung nur wachsen und vielleicht ist es besser, das Ganze ein bisschen langsamer angehen zu lassen und dann in fünf Jahren was Stabileres zu finden, als jetzt was übers Knie zu brechen. Zwischennutzungen können da natürlich helfen zu überbrücken, aber ich glaube, wir sollten das alles langsam angehen und die Zeit als unseren Verbündeten sehen. Gut, das, als Architektin weiß ich, dass Leerstand der Tod eines jeden Gebäudes ist, weil natürlich die Verwahrlosung fortschreitet. Insofern wäre ich dann nicht ganz so optimistisch. Aber du hast ja auch mit deiner Website im Frankfurter Architekturmuseum zusammen mit der Wüstenrot-Stiftung dieses SOS für den Brutalismus schon in die Welt gesendet. Und man merkt aber auch da, dass das eben schon bauhistorisch sehr schwergängige Gebäude sind und sie sind auch ganz schwer und teuer letztendlich zu sanieren. Deshalb oder überhaupt einer neuen Nutzung zuzuführen. Das ist also nicht für null wert zu haben. Deshalb schon nochmal auch die Richtung, vielleicht in Ihre Richtung, Herr Dr. Rauhut. Denken Sie auch zusammen, es ist ja auch eine politische Sache, die man sich überlegen muss mit so einem Modellbauvorhaben, wo kriegt man das nötige Kleingeld her, um diesen Prozess auch weiter qualifiziert zu führen? Was schweben Ihnen da so für Strukturen vor? Damals bei der IBA hat man das ja auch gemacht, dass man so einen Prozess einfach mal ausgliedert und sagt, da gebe ich jetzt mal was auf Erbpacht raus oder lass mal gestalten von Privaten, damit das Ganze nicht total den Bach runtergeht. Also der Senator hat in seiner Einleitung so salopp darauf hingewiesen, dass dieses Gebäude eine typische Schadstoffbelastung der Zeit hat. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir sind momentan dabei, eine Zeitschicht zu diskutieren, die technisch und dadurch auch finanziell uns relativ stark fordert. Und das betrifft den gesamten Gebäudebestand und nicht nur diese herausragenden Objekte wie zum Beispiel den Mäusebunker. Und wir müssen, wenn wir dann uns dieser Diskussion stellen, und wir müssen das, weil der Bestand ist da, wir können den nicht wegreden, das haben unsere Vorgänger für uns entschieden, dass wir mit dem arbeiten müssen, müssen wir uns überlegen, wie wir diese Diskussion führen. Und ich habe deshalb durch die Hoffnung, dass wir natürlich mit diesem Verfahren, was wir momentan machen, durchaus beispielhaft, ich will nicht sagen modellhaft, das ist aber vielleicht beispielhaft mal aufzeigen können, wie breit diese Diskussion ist und wie viel Partner es braucht, auch so eine Diskussion dann zu führen, damit die ökonomischen Notwendigkeiten, die bestehen in der Ertüchtigung dieses Bestands, das ist, will ich nicht abstreiten, dann aber auch wirklich sinnhaft eingesetzt werden. Und insofern müssen wir, wenn wir auf dieses Gebäude schauen, da gebe ich recht, wir dürfen sozusagen keine schnelle Entscheidung machen. Gleichzeitig sollten wir die Entscheidung nicht vor uns herschieben, sondern wir müssen eine gute Entscheidung fällen, indem wir alle Eventualitäten, alle Partner sozusagen mit einbinden, indem wir uns nicht auf das Erstbeste werfen, sondern auch überlegen, was ist in 5 Jahren, was ist in 10 Jahren, was ist in 20 Jahren mit diesem Bau, wenn wir jetzt wenn wir jetzt dort handeln und wenn wir das aus dem Bau heraus fragen, müssen wir natürlich auch die Partner, die Stadtentwicklung, wie stellt ihr euch den Standort in Steglitz-Zehlendorf in 20 Jahren vorfragen, wie die Verkehrsverwaltung. Also wir haben jetzt gelernt, warum man die Gebäude nicht sieht, aber trotzdem kommt man immer noch schlecht hin. Das ist auch ein Problem der Erschließung. Und solche Fragen müssen wir natürlich dann letztlich sehr interdisziplinär mitdenken, wenn wir ein Ergebnis haben wollen, was für die Zukunft trägt. Und das ist die Aufgabe, die uns solche Bauten geben. Ja, da haben Sie mir jetzt das richtige Stichwort geliefert, weil tatsächlich das Ganze ja eben eingebettet ist, auch in den Kontext, der sowohl die Erschließung, Infrastruktur angeht, wie man hinkommt. Aber du hast es vorhin auch in deinen Folien gezeigt, es sind ja eben eigentlich 3 riesige Tanker, die da in der Nähe liegen. Und es ist ja auch von einem städtebaulichen Dialogverfahren die Rede. Ist denn deines Wissens die Architektenkammer schon involviert in dieses städtebauliche Verfahren? Gibt es da Beratung für, wie man jetzt auch so Verfahren aufsetzt? Da gibt es ja auch ganz tolle Erfahrungen an sich in der Stadt. Ist,
ob die Architektenkammer dabei ist, müsstest du eigentlich am besten wissen. Ja, also ich habe heute nochmal, bis jetzt wohl nicht, aber ich dachte, vielleicht wüsstest du mehr. Ich habe gefragt, der Ausschuss Wettbewerbevergabe wusste nichts von einem städtebaulichen Verfahren. Nein. Deswegen frage ich nochmal nach, weil Sie hatten es vorher erwähnt. Es ist ein städtebauliches Dialogverfahren. Also eins, was unsere Kammer eigentlich nicht mag. Das müssen Sie wiederum beantworten, aber es sind Architekten und Architektinnen daran beteiligt, das kann ich sagen. Es ist mitten im Prozess. Also kein offenes Verfahren. Es ist ein Dialogverfahren, weil in dem Verfahren, muss man sagen, alle Lernenden sind. Und das haben wir auch festgestellt, die Charité selbst an diesem Standort auch zunächst lernen musste, was sie überhaupt machen möchte. Und wir haben diese interessante Wendung auch mit dem Hygieneinstitut letztlich erlebt, wo innerhalb von einem Jahr sozusagen der Abriss zunächst abgewendet worden ist und dann ein neues Fraunhofer-Institut, Entschuldigung, dorthin gesagt, also die Wissenschaft für sich entdeckt hat, wir haben einen Ort und den brauchen die einen nicht mehr, aber wir sind ja trotzdem noch Wissenschaftler und dieser Ort ist mit einer Wissenschaftstradition behaftet und Berlin ist ja auch ein letztlich drei Jahrhunderte Wissenschaftsstandort, das hat die Stadt geprägt. Und andere setzen sich jetzt eben genau auf dieses Pferd. Und das ist eigentlich das Wunderbare, was da passiert und was ich mir gewissermaßen natürlich auch erhoffe, was immer wieder passieren wird jetzt in der Zukunft an diesem Standort. Ich bin jetzt natürlich heute Moderatorin, aber im Grunde genommen ist es eben tatsächlich eine etwas offene Frage mit dem städtebaulichen Verfahren, was vielleicht noch ein bisschen mehr Qualität gewinnen könnte. Deswegen doch nochmal hier unter Kollegen die Frage, wie würdest du hier an der Stelle jetzt die Charité mitnehmen wollen? Ihnen gehören ja auch, oder Sie sind ja erstmal noch Bauherrin von diesen ganzen Liegenschaften, müssen sich um Instandhaltung, haben die Haftung und alles, als was man halt dann so hat in der Situation. Wie würdest du das jetzt aufsetzen wollen? Ja, wie man das verfahrenstechnisch aufsetzt, da müssten wir uns nochmal genauer darüber unterhalten. Was mir so ein bisschen aufgeht, eigentlich die ganze Zeit, weil als ich mit dem Thema begonnen habe, habe ich auch den Herrn Brinkmann angerufen und habe ihm gesagt, was habt ihr denn für Bedarfe? Mhm. Und die Antwort war nicht klar und auch bis heute nicht klar. Da gibt es und ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Sache, weil das Gebäude hat ja großartige Qualitäten, die für alle möglichen Funktionen immer so gebraucht werden. Das ist natürlich immer eher so Archiv oder Hydroponik oder und genau die Institutionen, die eigentlich dauernd Raumbedarf haben. Wenn man diese Bedarfe mal sammeln würde in der Stadtgemeinschaft, hätte man relativ schnell, glaube ich, ein Raumprogramm zusammen. Und dann müsste man mal gucken, wie man sozusagen verfahrenstechnisch natürlich am besten als offener Wettbewerb das sozusagen weiter behandelt. Das wäre vielleicht auch eine Frage an die erfahrene Denkmalpflegerin zu meiner Rechten. Haben Sie Erfahrungen von diesen Projekten, die Sie auch vorhin teilweise gezeigt haben, wie man ein Gebäude auch städtebaulich aufsetzen kann in so einem diskursiven Verfahren mit Nutzungstransfer, also dass man von in dem Fall jetzt eben dieser Labornutzung vielleicht auch über solche städtebauliche Verfahren, die das Gebäude in einen größeren Zusammenhang stellen, neue Ideen gewinnt? Das ist eine wirklich ziemlich schwierige Frage. Also jetzt mit den einzelnen Institutionen, also von eben Architektenkammerseite und also welche alle daran beteiligt sind, das hängt von den ganz konkreten Projekten ab. Und das ist natürlich in Dresden, ich habe den Kulturpalast gezeigt, erstens ist es ein ganz anderes Thema. Das muss natürlich ganz anders verhandelt werden als hier so ein Forschungsinstitut auf einem Wissenschaftscampus. Oder noch ein völlig anderes Thema, also wo auch ganz andere Akteure beteiligt sind, sind dann also Gedenkorte. Also das hängt von den einzelnen Denkmalen ganz konkret ab, wie das, also wer daran beteiligt ist. Hätte ja da gibt es kein, dass Sie da kein Rezept. Nee. Erfahrung haben, weil im Grunde geht es ja hier tatsächlich um Wissenschaft und wir haben ja herausgearbeitet schon Kultur, also das wäre ja durchaus was Verwandtes oder auch die Vermittlung von Wissenschaft, das hatten Sie vorhin eingebracht. Und das könnte man ja schon, weil es hier um drei Standorte im Grunde geht und einen riesigen Campus, auch schon mit in eine Ausschreibung für einen Wettbewerb reinbringen. Was ist da
Ja, ihre Idee dazu. Ich wollte daran erinnern, als wir haben ja gestern über etwas anderes gesprochen, da haben Sie gesagt, Wissenschaftsbauten haben das Problem, dass die eigentlich für die Öffentlichkeit nicht ausreichend zugänglich sind. Und das ist, glaube ich, hier gewissermaßen auch passiert. Wissenschaftsbauten sind, weil Wissenschaft ist was Edles. Und insofern sind das hochrepräsentative Bauten. Da wird viel Geld ausgegeben, aber es ist doch eine sehr kleine Nutzergruppe. Und gerade solche Gebäude haben dann ja noch hygienische Anforderungen und man sieht sie nicht. Und ich glaube, wir müssen immer wieder diesen Prozess, also egal welchen Prozess wir jetzt zur Weiterentwicklung machen, wir brauchen diese Öffentlichkeit. Wir müssen immer wieder sagen, hier ist wirklich Architektur von Spitzenqualität entstanden. Die unzähligsten Assoziationen, die wir dort machen können, hat Herr Heimbach aufgezeigt. Die historische Einbettung haben wir gelernt, wie wichtig für sie für die Stadt waren. Und das ist bei einem Kulturbau allen bewusst, bei den Opern oder den Theaterbauten dieser Stadt. Aber dass die Wissenschaftsbauten auch in dieser Liga spielen, das müssen wir, glaube ich, stärker in die Öffentlichkeit tragen. Und das ist dann eigentlich ist so ein Prozess wie, glaube ich, wie eine kulturelle Nachnutzung. Wir machen das so wie so eine wissenschaftlich-kulturelle Nachnutzung. Also das, was wir bei der alten Münze oder sonstigen Kulturstandorten machen, ich will jetzt gar nicht sagen, welcher Prozess gut oder schlecht ist, aber da gehen wir in die Öffentlichkeit. Wir versuchen das als Prozess zu gestalten. Das ist eigentlich die Aufgabe. Aber dafür brauchen Sie ja dann schon weiterhin die Charité, die also im Grunde das ganze Facility Management ja bereitstellen muss. Sind Sie da optimistisch, dass der Prozess gelingt bei so einer Art Herangehensweise, die Sie jetzt da anstreben? Dieses Öffnen auch. Also es sind ja ganz viele Bauten, die tatsächlich jetzt hier genannt wurden, die sich öffnen sollen und auch eine Transformation. Wir brauchen nicht nur die Charité, wir brauchen eine Baudienststelle des Landes Berlin. Es gibt ja eine zentrale Baudienststelle in der Stadtverwaltungsentwicklung, die kann das doch auch machen. Also es muss einfach einen Bauherrn geben, der das zulässt und das kann das Land Berlin sein. Wir haben genügend Institutionen und manche von denen muss man stärker in diese Richtung schieben. Das gebe ich zu, die sind sehr eng in ihrem Denken. Also es braucht mehr Horizont. Also ich habe gerade noch mal die Überleitung auch noch mal. Ich denke, es könnte eine große Chance sein, so ein städtebauliches Verfahren, was die drei Standorte zusammenbringt, auch in diese Öffnungsphase mit zu integrieren. Denn die Öffnung kann nur stattfinden, wenn man in eine Auslobung auch prozesshafte Qualitäten reinbringt. Was wären da Ihre Ideen dazu? Ich würde da gerne was zu sagen, weil ich glaube, das ist etwas, worüber wir jetzt noch nicht so richtig das so auf dem Schirm haben, wie sich Berlin entwickelt. Weil ich bin mir ziemlich sicher, eine Sache mit diesem Ensemble, mit all diesen Bauten dort und auch der problematischen Öffentlichkeit, die wir haben, liegt natürlich an der Lage. Das ist die absolute Peripherie. Und es kann sein, aber ich halte es nicht für unrealistisch, dass sich Berlin in den kommenden 20, 50, 100 Jahren einfach so entwickelt wie viele andere europäische und internationale Metropolen, dass einfach der Verwertungsdruck in der Innenstadt immer größer wird. Und ich halte es nicht für abwegig, dass man auch eben an so einem peripheren Ort wie dem Mäusebunker auf einmal Nutzung hat, die man sich bis jetzt nur in der Innenstadt vorstellen kann. Also es gab einfach mal irgendwie am Anfang, als wir darüber anfingen zu diskutieren vor anderthalb Jahren, immer so den Gag, das wird das nächste Berghain. Und natürlich ist der Witz daran, niemand würde irgendwie zum Feiern nach Steglitz-Lichterfelde fahren. Jetzt war ich neulich auf dem Ausflug zum Müggelsee und die neue Location von der Griesemühle ist in Oberschöneweide. Und man kennt das aus Städten wie Paris, London, New York, die Clubs, Galerien, die wandern in die Peripherie. In New York ist das MoMA Pier 1 nach Brooklyn gegangen, als noch keine Sau nach Brooklyn wollte. Und wir reden immer jetzt davon, von diesen ganz repräsentativen Nutzungen oder von eben einem hohen Verwertungsdruck und den hohen Investitionen. Aber ich halte es für nicht so abwegig, dass auch in der mittelfristigen Zukunft solche Standorte, so periphere Standorte wie der Mäusebunker, mit diskutiert werden wie andere Standorte.
Aber das war ja letztendlich auch, worauf ich vorhin hinaus wollte, dann muss es einen mutigen Bauherrn geben, der Zwischennutzungen zulässt. Damit fängt doch die ganze Kiste an. Weil sonst würde auch niemand hierher kommen wollen, um sich hier, die Berliner Zeitung hat es so schön geschrieben, um sich irgendwie dem Charme der Dystopie auszusetzen mit Tschernobyl und Fukushima-Charme, so ungefähr. Das würde keiner freiwillig machen. Wir natürlich als Kreative, aber vielleicht der Laie nicht unbedingt, wenn er nicht das Innere auch miterleben kann durch Aktionen. Und das war meine Frage vorhin an Sie, ob da nicht auch Ideen bestehen, wie kann man das jetzt einfach auch öffnen und sagen, wir machen da Sascha Walz Performance oder was auch immer. Gut, also ich meine, das ist einer der Gründe, weswegen ich mich aus diesem Beruf als kreativer Architekt zurückgezogen habe, weil meine Ideen immer ganz schlecht sind. Aber ich halte das grundsätzlich für richtig. Und jetzt habe ich den Faden vor. Ja. Wir sitzen hier als Planer und Architekten, wir kriegen das gar nicht mit. Also es war jetzt ja durch den Schinkel-Pavillon schon eine künstlerische Bespielung vor Ort. Das habe ich einen Tag mitbekommen, bevor das stattfand, weil ich anscheinend nicht in den künstlerischen Newslettern bin. Es haben jetzt ich weiß gar nicht, wer angefragt, die wollen eine große Klangkunstinstallation um den Mäusebunker machen, haben wohl schon mit der Charité darüber auch gesprochen, die das Einverständnis organisiert hat. Ich glaube, diese Zwischennutzung, die hat schon begonnen und interessanterweise in dem Fall außen. Das ist eigentlich der Sonderfall in dem Fall. Beim ICC hat das nie jemand jetzt irgendwie hinbekommen, weil da so viele Straßen sind, sich dem von außen sozusagen über die Zwischennutzung dem Gebäude zuzuwenden. Aber das ist das Schöne an dem Mäusebunker, er hat diese malerische Lage an dem Kanal, das ist eine wunderbare Qualität. Man kann mit dem Fahrrad dorthin kommen, im Sommer zu Lichtkunstfestivals etc. Es ist schon für die Kunst und Kultur in Berlin ein Ort geworden über die letzten anderthalb Jahre. Ich denke, das ist jetzt auch die neue Website, die es jetzt gibt, wird sowas vielleicht dann auch besser noch kanalisieren können, dass solche Events einfach auch gesammelt werden und in die Öffentlichkeit gebracht werden. Bitte, Gunnar. Ja, genau, du hattest das so ein bisschen lustig gesagt mit diesem Schauder, den man empfindet. Und bevor ich jetzt wieder zurück nach Berlin gekommen bin, war ich vorher in Peenemünde und habe dort im Historisch-Technischen Museum gearbeitet. Und das war natürlich ein ganz großes Thema, weil das ist ein beträchtlicher Teil der Tourismusindustrie und auch des Images von Berlin, dass Leute nach Berlin kommen, um diesen Grusel zu empfinden. Und ich finde, da kann man jetzt irgendwie drüber lachen. Aber ich finde das auf jeden Fall eine Sache, die man mitdenken muss. Und wenn man sich um Nutzung des Mäusebunkers Gedanken macht, sollte man auch immer mitreflektieren, dass es eben diese gruselige Anmutung hat und dass man auch irgendwie einen Grusel empfinden kann, wenn man daran denkt, dass dort irgendwie Tiere gezüchtet wurden und experimentiert wurden. Und gar nicht, um das irgendwie als Marketing-Idee zu schön zu färben, sondern ich finde, das ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Identität des Mäusebunkers und ich halte das auch für eine wichtige Sache zu erhalten und das wertzuschätzen. Leute wollen dorthin kommen, um sich zu gruseln. Letztendlich ist das sicherlich ein Attraktionspunkt für viele. Der andere wurde vorhin schon genannt, nachhaltiger Tourismus. Die Außenbezirke werden sogar von der Marketingstrategie her von Visit Berlin inzwischen in den Blick genommen, weil eben sich sonst alles in der Innenstadt knubbelt. Insofern sind da ja durchaus auch Tendenzen, die uns da helfen würden. Und am Ende brauchen wir, glaube ich, ganz viel Enthusiasmus. Das hatten Sie vorhin in Ihrer Rede gesagt, Herr Dr. Rauhut. Ich würde ganz gerne jetzt überleiten. Es haben sich, glaube ich, jetzt alle ein kleines Getränk verdient, was draußen wartet. Wir machen eine kleine Pause. Und nachher wird der bildende Künstler Lothar Hempel noch ein Video zeigen, was hier dann wieder im Raum stattfindet. Die Getränke gibt es im Café Dix. Dazu möchte ich Sie ganz herzlich einladen und ich danke der Runde hier und den Beiträgen, die wir vorhin gehört haben und hoffe, dass die Website jetzt weiter wächst mit interessanten Ideen und uns Lust macht auf eine Transformation. Sie heute ist ganz viel aufgeschaltet worden.
Ja, nochmal der Hinweis, dass alle da drauf schauen und sich inspirieren lassen. Herzlichen Dank. Ich darf noch eine Ergänzung machen. In dem Vortrag von Thomas Köhler war diese wunderbare Kirche. Und am Tag des offenen Denkmals ist sie natürlich auch in unserem Programm und offen. Und ich glaube, es ist sogar auch ein Orgelkonzert. Ich habe jetzt leider nicht nachschauen können, wann, aber auf heute oder morgen? Morgen, gut.